Ja, herzlich willkommen zur heutigen Abend-Talkshow. Heute haben wir zu Gast die Frau Grimmstein von der Gemeinwohllobby, die auch mit einer Initiative Verfassunggebende Versammlung aktiv ist. Und ich bin Öff-Öff alias Jürgen Wagner und mache heute Abend die Moderation. Ich habe ja oft mitgeredet. Theoretisch könnte Moderation und Beteiligung auch gleichzeitig sein, aber ich werde mich heute mal eher zurückhalten und die formale Moderation nur machen, es sei denn, es kommen zwischendurch Bedürfnisse auf, dass ich zu irgendwas dann direkt was sagen soll. Aber ich habe ja auch wenig zu sagen, weil im Grunde genommen kommt es mir nur darauf an, dass freie Argumentekultur zur Basis gemacht wird, statt dass irgendwelche Willkürideologien festgelegt werden. Dass man also hingeht und alle Standpunkte und Argumente wirklich sichtbar werden lässt und dann nach Argumentequalität geht, statt nach irgendwelchen Korruptionsdurchsetzungen. Das ist mein Hauptthema, mit dem ich immer so dabei bin. Und wer mir da so begegnen will für den feineren Austausch, kann das vor allem im Freie Argumentekultur Forum www.freie-argumente-kultur.net. So, ich gehe davon aus, dass jetzt gleich dann erstmal 4 Minuten jeweils für die Frau Grimmenstein und für den Dylan angesetzt sind, wo die so den Einstieg in den heutigen Abend geben und dann, dass immer 2 Minuten gedacht sind oder vielleicht, dass Fragen gestellt werden und dann die Referenten länger reden können. Das kann man mir nochmal sagen, wie das dann vor allem von der Frau Grimmenstein und dem Dylan so gewollt wird mit den Zeiteinteilungen. Da lasse ich dann meine Stoppuhr laufen und werde dann immer schon 10 Sekunden, bevor eine Zeit abläuft, werde ich schon so wedeln hier, damit der betreffende Mensch, der redet, schon sehen kann, dass er sich dann einstellt, dass seine Zeit dann bald zu Ende kommt. Ja, und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Dann fängt, denke ich, die Frau Grimmenstein an mit ihrer Einleitung. Vorher noch ein ganz kleiner technischer Hinweis, Herr Wagner, ein bisschen im Moment zur Seite rücken, von Ihnen aus nach rechts, damit Sie immer auch gut im Bild sind. Denn wir wollen ja die Leute so groß wie möglich im Bild haben und deswegen haben wir nicht das ganze Bild immer drin. Ne? Ja, so ist viel besser. Ja, jetzt Frau Grimmenstein, die für ersten 4 Minuten vielleicht eben mit dem Gedanken, was bringt es uns als Menschen, was bringt es Frau Miesli als Mitglied von Partei Die Basis, was wird in ihrem Leben besser werden durch die ersten Ideen, Vorschläge, die schon in der Verfassung drin sind? Ihre ersten 4 Minuten. Herr Wagner, Sie starten Ihre Moderatorenuhr, ja? Na klar. Frau Grimmenstein? Ja. Ja, legen Sie los. Ihre 4 Minuten jetzt. Ja, also ich wollte vielleicht die Gemeinwohllobby kurz vorstellen, ja. Ja. Nach der Gemeinwohllobby ist ein, grundsätzlich eine Bürgerinitiative und ein Koordinationsorgan. Vollkommen ideologiefrei, weil wir geben nichts vor für die Menschen, wie sie sich also entscheiden wollen. Aus Naturrecht her sind die Menschen praktisch sind die Völker berechtigt, zu jeder Zeit sich neue Rahmenbedingungen zu geben. Und in Deutschland gibt es also mehrere solche Bestrebungen, neue Rahmenbedingungen zu schaffen, weil das ist alle diese Sache ist dringend notwendig. Nur die Frage ist, wie wir das erreichen wollen oder wie wir das schaffen wollen. Die meisten haben eine feste Vorgabe und wir haben keine feste Vorgabe. Wir denken, dass langsam in diesem Land sollten die Menschen selber entscheiden können und selber suchen, sich finden können, wie wollen wir überhaupt miteinander leben. Und das ist die Aufgabe von dieser Bürgerinitiative Gemeinwohllobby. Wir versuchen praktisch die Wünsche der Bevölkerung aufzulisten, die Vorstellungen der Menschen. Und das versuchen wir dann durch verschiedene Arbeitskommissionen, was wir jetzt hintereinander gründen, als Artikel zu verarbeiten. Und durch diese Vorschläge von den Bürgerinnen und Bürgern entstehen dann selbstverständlich verschiedene Variationen, verschiedene
Variationen von diesen Artikeln, sagen wir mal auch verschiedene Möglichkeiten, ja. Und wir wollen dann diese verschiedenen Möglichkeiten für so viele Menschen wie möglich dann vielleicht schon diesem Jahr schon als Vorschläge nebeneinander präsentieren. Also ein Artikel, sagen wir mal, kann 4, 5 neue Vorschläge haben. Und die Leute sollen dann darüber abstimmen und abstimmen können, welche Artikel am besten für uns gefällt und was würden wir am besten gerne nehmen. Also die Leute sollen definitiv absolut basisdemokratisch mitarbeiten können an diese neue Rahmenbedingungen. Das ist unsere Vorstellung. Und nicht, dass die Menschen ständig von irgendjemand diktiert werden, wie sie entscheiden sollten. Dafür setzen wir uns ein. Diese Gemeinwohllobby hat eine kleine Leitungsteam, also eine Koordination. Leitungsteam würde ich nicht nennen, eine Koordinationsteam. Wir versuchen, diesen ganzen Vorgang zu koordinieren. Wir arbeiten alle ehrenamtlich und wir versuchen praktisch dieser ganze Vorgang zu managen. Das ist unsere Aufgabe. Wir arbeiten auch ohne Geld, das betone ich auch. Also jemand, wer bei uns eintritt, gibt es keine Mitgliedsgebühr. Das machen wir nicht, weil das ist schließlich ein Arbeitsprojekt. Und ja, und jetzt in diese Phase, was wir jetzt also eintreten, werden wir definitiv für Abstimmungen. Ab jetzt also werden wir in Kürze, in 1, 2 Wochen fangen wir an, definitiv für Abstimmungen zu werben, dass die Leute, wenn sie bei uns eintreten, bitte nehmt euch an den späteren Abstimmungen teil. Vorschläge haben wir eigentlich schon sehr viele bekommen. Also wir sind damit schon sehr zufrieden. Und wir hoffen, dass wir uns, es sieht auch so aus, es klappt für uns, dass wir für die verschiedenen Kapitel, was wir schon jetzt hochgeladen haben auf unserer Homepage, unterm Gesellschaftsvertrag findet man das auch, dass wir für jedes Kapitel eine Fachkommission bilden, die dann praktisch die Vorschläge auswerten und einarbeiten und dieser neue Artikel entstehen. Also das ist eine absolut basisdemokratische Prozess und wir hoffen, dass es praktisch gute, zukunftsweisende Rahmenbedingungen schaffen können mit dieser basisdemokratischen Time, ja. Super. Herr Wagner, Sie müssen immer Time sagen, weil die Frau Grimmenstein kann Sie ja nicht sehen. Ja, ja, richtig. Time, auch Time kann eine Möglichkeit Time, sein. Time, ja. Ja, und nur als technischer Hinweis auch nochmal, weil ich hier die Aufnahme überwache. Frau Mesli, bitte ungefähr 10 Zentimeter nach rechts rücken und Herr Wagner auch nochmal ein paar Zentimeter nach rechts. Ja, noch ein bisschen, Frau Mesli. Ja, jetzt so sind Sie immer super im Bild, egal was wir machen im Moment. Gut, ich habe nämlich eine Präsentation gemacht. So, dann mache ich jetzt meine 4 Minuten, ja? Ich habe selbst eine Uhr, Herr Wagner, Sie stoppen mit und rufen auch Time, wenn ich die Uhr übersehe. Ne? Können wir machen. Also, ich lege los. Ja, jetzt sage ich quasi, ja, jetzt könnten aber Wähler sagen, ja, Frau Grimmenstein, alles, was sie sagt, ist schön und gut, auch bei der Basispartei. Die Grünen haben auch mal gesagt, sie wollten echte Basisdemokratie und heute sind sie eine hochfragwürdige Partei geworden. Und die Basispartei redet auch ständig von Basisdemokratie, aber als Wähler ist man ja kritisch und will also erstmal sehen, was das überhaupt bringt und ob das wirklich ernst gemeint wird. Ja, und was nützt mir eine Basisdemokratie, wenn an der verfassungsgebenden Versammlung zum Beispiel jetzt nur lauter, sagen wir mal, Linksradikale teilnehmen würden, dann würde doch diese verfassungsgebende Versammlung auch gar nichts bringen. Und deswegen ist es so, dass ich der Meinung bin, dass wir Butter bei die Fische bringen müssen. Zum Beispiel habe ich habe jetzt eine eingeblendet, die Präambel zum Beispiel, einfach nur, das ist nur ein optischer Vorschlag. Die Inhalte, die da stehen, sind alle noch absolut vorläufig. Da ist also, das ist alles vorläufig sozusagen. Aber zum Beispiel gehen bei manchen, ich zeige jetzt mal den Fernsehzuschauern jetzt nochmal hier weitere Aspekte.
zum Beispiel hier jetzt bei der Präambel, dann geht es jetzt zum Artikel 1, Artikel 2. Ich zeige das nur mal den Zuschauern, damit die das sehen, wie das optisch aussehen könnte, wenn man sich auf so einen Vorschlag orientiert. Vielleicht für Sie, Frau Grimmenstein, Sie haben es ja vielleicht schon gesehen, das sind dann so Kreise, wo man Widerstandspunkte reinschreiben könnte zwischen 0 und 10 oder Kreuzchen machen könnte. Da steht zum Beispiel, ich möchte das Grundgesetz an diesem Punkt, das Also eine bisherige Grundgesetz. Grundgesetzsache können wir nicht drin lassen, Herr Dilan, das geht nicht. Ja, ich meine, das war jetzt nur eine Idee der Wahlalternativen, dass Ja, man. also der Grundgesetzsache muss raus, aber die anderen können Die selbstverständlich anderen drin. Also Kreise, so die unser ungefähres Wahlmöglichkeit. Ziel wird bleiben. Gut, das war jetzt halt nur der Gedanke bei diesem Bild einfach so, dass ja manche Wähler dann auch sagen werden, ich will nichts davon, ich will das Alte. Und das Recht wollte ich Ihnen nicht nehmen jetzt. Und deswegen hatte ich der Frau Mesli gesagt, da muss auch noch drin stehen, an diesem Punkt möchte ich das Grundgesetz beibehalten. Weil manche, stellen wir uns vor, wir machen eine Volksabstimmung oder wir machen eine repräsentative Wählerstichprobe bei einem großen, seriösen Meinungsforschungsinstitut, dann wird es Leute geben, die sagen, ich will von diesen neuen Vorschlägen gar nichts wissen. Ich will von denen keinen einzigen. Ja, ich will das alte Grundgesetz behalten und für die sollte man vielleicht, aber das können wir ja nochmal diskutieren, das ist auch völlig egal jetzt, ob das drin bleibt oder nicht, kann man mal diskutieren. Wichtig ist jetzt mir nur, und ich darf jetzt nochmal einen Moment länger vielleicht reden, weil ich das jetzt noch kurz erklären will. Was ich sagen wollte, ist das, liebe Wählerinnen, da deutet sich schon was an. Zum Beispiel, manche haben bei den bisherigen Vorschlägen, da steht zum Beispiel bei Artikel 2 sowas drin, Maßgabe könnte die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber sein, die ist ja immerhin auch schon bis in den europäischen, ins Europäische Parlament geschafft hat und dort für durchaus interessant befunden wurde und so weiter. Und dann haben wir ja Vorschläge eingereicht, dass wir sagen, ja, GWÖ und GWO kombiniert, GWÖ, GWO, GWL, es ist Gemeinwohllobby, das ist sowieso ein schönes Wortspiel. Und das Wortspiel, die 4 Gs, ist noch schöner, GWÖ, GWO, GWL und Gradido. Und vielleicht dann wird auch noch diskutiert, meines Wissens, um sowas wie die Dreigliederungsthematik. Und ja, das sind so Dinge, wo also quasi ein Wirtschaftssystem entstehen würde und zwar in der Verfassung verankert wäre, dass Profite auf Kosten der Menschen von Ihnen, liebe Wählerinnen, nicht mehr zulassen würde. Und das ist dann was. Das hat Hand und Fuß. Das ist interessant, würde ich sagen. Auch als Wähler, als Mensch, als kritischer Wähler würde ich sagen, ja, da ist diese verfassungsgebende Versammlung offensichtlich auf einem guten Weg, weil GWÖ, GWO, GWL, Gradido, Dreigliederung, kann man über alles diskutieren. Und diese Richtung ist, glaube ich, für mich persönlich sowieso die richtige, denn ohne gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung kann eine neue Verfassung nichts werden, weil sie nämlich das schlechte Tun, das unser jetziges Wirtschaftssystem tut, nicht beenden würde. Ja, so viel mein erster Beitrag. Und ja, Herr Wagner, Sie wollten wissen, so etwa 1 Minute Kurzstatements jetzt von Frau Mesli oder von Herrn Ettenberger, von einem von beiden und dann wieder Frau Grimmenstein 4 Minuten und ich 4 Minuten. So ist die Modus gedacht gewesen. Ja, können wir ja mal so machen dann. Dann ist jetzt die Kurzstatement Frage. und eventuelle Frage, Frau Mesli. Ja, also Frau Grünenstein, wir haben ja jetzt schon die Gruppe mit der Präambel kennengelernt, der Herr Dillen und ich. Wir waren ja da mal zugegen. Und ich hatte da den Eindruck, dass da jeder irgendwie sich da redaktionell einbringen wollte. Und es hat sich dadurch unendlich in die Länge gezogen. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben für jeden Artikel eine eigene Arbeitsgruppe schon installiert, nehme ich an. In welchem Zeitrahmen soll das Ganze jetzt mal zu einer neuen Verfassung führen? Das würde mich interessieren.
Das kann ich in dieser Zeitrahmen leider nicht sagen, aber wir haben diese, also wir haben eine Probierrunde voriges Jahr gemacht, ja. Und da haben wir in 8 Monaten geschafft. 8 Monaten geschafft. Und jetzt haben wir die Auswertungen angefangen. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr praktisch schon zu den ersten Abstimmungen kommen. Ja, also ich würde sagen, Maximum ein Jahr. Maximum ein Jahr. Wenn wir hintereinander zu diesem 18. Kapitel hintereinander solche Arbeitskommissionen gründen können, und da sind wir jetzt gerade dran, dann könnte das theoretisch auch schnell gehen. Also ich kann das nicht abschätzen, aber ich würde sagen Maximum ein Jahr. Okay. Das ist also meine Abschätzung. Weil wir sollen auch, wenn wir dann auch abgestimmt haben und der Konstruktion soweit fertig ist, also wir selbstverständlich durch diese Arbeitskommissionen versuche ich auch richtig Fachleute zu bekommen, die dann nochmal ein bisschen die Perspektive erweitern und vielleicht noch bessere Konzepte bieten können, als die Vorschläge sind. Wir sollen auf ziemlich hohem Niveau Vorschläge machen können. Und deswegen will ich schon etwas Zeit lassen. Ich denke schon, dass dieses Jahr hintereinander mindestens die Arbeitskommissionen werden stehen. Und wenn die Arbeitskommissionen stehen, dann kommen auch die Abstimmungen hintereinander. Und die Leute müssen wir gleichzeitig auch politisch bilden. Müssen wir politisch bilden, weil die politische Bildung ist ziemlich auf Nullniveau. Und deswegen also machen wir auch überall Gruppen und versuchen wir solche Debatten anzustoßen und die Leute zu schulen. Ja, bin ich jetzt schon dran? Ja? Ich lasse meine Uhr laufen, ja? Ja, Frau Mesli, diese Frage ist deswegen für mich gar nicht so vorrangig, weil zum Beispiel es könnte sich ja auch ergeben, dass diese Basis erkennt, ich habe nämlich in der letzten Talkshow der Basis dafür geworben, dass sie erkennt, dass sie die Verfassungsideen der Gemeinwohllobby in ihr Parteiprogramm aufnehmen sollte. Übrigens, Frau Mesli, wieder ein bisschen nach rechts für die Zuschauer, für die Fernsehzuschauer. Ja, so ist gut. Dass man also, dass vielleicht die Partei, die Basis, das übernimmt. Heute wollte ja eigentlich die Pressesprecherin dabei sein, hat wohl offensichtlich doch nicht geklappt. Und denn dann ist es mit der Zeitfrage nicht mehr so klar, weil da ja, dann könnte ja sowas wie ein Volksentscheid auch die Basis der Bevölkerung bekannt machen und zur Kenntnis geben. Aber das ist nur ein Aspekt. Für mich ist das andere viel wichtiger, nämlich, dass wir jetzt mal in die Realität gehen, dass wir den Wählern mal verraten, dass da möglicherweise was Gutes auf sie zukommt. Ich nütze meine Zeit natürlich für unseren. Ich habe hier vor mir die Präambel mit 5 Vorschlägen und unser Vorschlag von den Next Scientists for Future vom Weltrat ist folgender. Durch diese neue Verfassung wird die Entscheidungshoheit erstmals auf diesem Planeten tatsächlich und faktisch in die Hände der Bevölkerung beziehungsweise Wähler und Wählerinnen gegeben und gemeinwohlorientiertes Handeln in allen Gesellschaftsteilen und beziehungsweise Sparten die Regel. Das heißt, das würde eine totale grundsätzliche Veränderung gegenüber dem bisherigen Grundgesetz letztendlich schon mal fordern, jedenfalls dieser Satz, weil letztendlich damit eigentlich klar gesagt ist, Einfluss von Konzernen auf Politiker darf es nicht mehr geben, von Lobbyisten auf Politiker nicht mehr geben, sondern die Wähler müssen die Entscheidungshoheit kriegen und die Frage ist dann nur noch, wie man das technisch macht sozusagen. Und dann steht hier weiter, hat, glaube ich, der Vincent noch eingefügt in unseren Ansatz. Wesentlich für eine dem Volkssouverän angemessene Entscheidungsfindung garantiert
der Staat ab sofort, und das geht so ein bisschen auf den Beitrag von Herrn Wagner zurück, Argumentefreiheit, eine freie Argumentekultur für jedes sachliche Argument, also eine neue, echte Debattenkultur. Ab jetzt geht es nach den besten Argumenten für das Gemeinwohl aller, bei Offenheit für wechselseitige sachliche Kritik bzw. einander falsifizieren. Erwogen werden circa 6 zusätzliche demokratisierende Elemente, zum Beispiel ein gemeinwohlorientiertes Wahlrecht, die Wohlfühlstimme als Dauervolksentscheid und so weiter. Das lasse ich erstmal weg. Aber erstmal so viel jetzt in diesem Beitrag, dass also jetzt sozusagen klar ist, das gesamte gesellschaftliche Leben soll jetzt, ist schon in der Präambel klar, wäre das bei unserem Vorschlag, dass gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, Gemeinwohl, dass alle Teile der Gesellschaft, auch die Politiker selber, dem Gemeinwohl dienen müssen. Und wie man das auch immer misst, ob man das über Wohlfühlstimmen misst, ob man das über andere Messkriterien misst, aber auf jeden Fall fordert das jetzt schon mal die Präambel. Und dass das nämlich eben dieses Hinterrücks, also sozusagen, ohne dass es den Leuten so richtig auffällt, im Kern am Ende doch wieder die Wirtschaft regiert und die Lobbyisten regieren und die Politiker eigentlich alles machen, was die Wirtschaft und die Pharmakonzerne, die Impfkonzerne und so weiter bringen, dass das dann wirklich beendet werden soll. Ja, so viel vielleicht erst einmal dazu. Und ja, und dann werde ich beim nächsten Beitrag auch was sagen dazu. Was bedeutet konkret Gemeinwohlökonomie, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung? Was bedeutet Gradito? Was bedeutet Dreigliederung? Ja, und ja, damit die Wähler auch sehen, wir wollen ihnen wirklich ihr Leben jetzt sofort verbessern. Ja. Die nächste fragende Person, Herr Eckenberger, wenn er Lust hat, oder Frau Mesli. Ich habe keine Frage, danke. Ja, dann können wir die Frau Mesli nochmal fragen, ob die der schon wieder was Neues einfällt. Ja, jetzt hat die Frau Grimmenstein gerade gesagt, sie würde da Experten einsetzen für die einzelnen Arbeitsgruppen, dass die da nochmal drüber schauen. Oder vielleicht da auch noch Verbesserungen der Vorschläge vornehmen. Was hat das damit mit einer echten Basisdemokratie zu tun? Die Leute, also wie der Herr Dillen sagt, war eine Volksabstimmung über diese Vorschläge und Argumente. Das stelle ich mir so vor. In der Basispartei wird ja alles konsensiert. Und da gibt es halt einen bestimmten Zeitstempel, in dem soll dann die Konsensierung abgelaufen sein. Und ja, so hat jedes Mitglied ein Stimmrecht. Und wie der Herr Dillen immer sagt, wir brauchen eine repräsentative Wählerstimme. Ansonsten kann das in die Hosen gehen. Sie meinten repräsentative Wählerstichprobe, zum Beispiel bei einem seriösen Meinungsforschungsinstitut, was uns den großen Volksentscheid provisorisch ersetzt. Ja? Die Frau Mesli scheint etwas eingefroren zu sein. Nee, sie war fertig. Frau Krimmenstein, wollen Sie zuerst antworten? Ja, ich kann ziemlich schlecht hören momentan. Also alle sind so ziemlich weit. Also ich glaube, sie hat mit dieser Konsensieren gefragt. Ja, auch was sie hat gefragt, ich drehe sie, ich versuche mal noch, dass Sie ein bisschen mehr Ja, hören. Sie sind auch so sehr, sehr weit. Also, Ja, ich versuche es mal noch ein bisschen besser. Ist es jetzt ein bisschen besser geworden? ja, ein bisschen besser, ja. Ja, ich muss das vorsichtig hier machen, nicht, dass wir dann wieder. Sagen Sie noch mal was, Frau Kremmenstein? Ja, Ja, denn also manchmal kriege ich sonst ich wieder wollte mal fragen, Störungen. ob sie mit der Konsensieren gefragt hat. Ja, sie hat also gefragt, letztendlich die Frage von der Frau Mesli war, dass sie gesagt hätten, dass da nochmal Expertenkommissionen auch so eingesetzt werden sollen. Und die Frau Mesli hat gesagt, ja, dass doch es wichtig wäre, dass das möglichst von einem
Volksentscheid oder einen Ersatz eines Volksentscheides durch eine repräsentative Wählerstichprobe, ja, die Dinge konsensiert werden müssen. Aber ich habe es jetzt so verstanden, dass die Experten noch einmal versuchen sollen, ob sie noch bessere Vorschläge hinkriegen. Noch bessere als die, die bis jetzt bei den 1000 Vorschlägen schon gesammelt sind. Ja, und da fragte sie so, Frau Mesli fragte letztendlich, ist es nicht so, dass wir eigentlich schon mal eine repräsentative Wählerstichprobe konsensieren lassen sollten? Und ja, das ist so die Ja, Frage. ich meine, wenn die Kommissionen fertig sind, also einige Kommissionen mit einigen Vorschlägen schon, also mit Auswertungsvorschlägen, ja, könnten wir praktisch auch, weil wir haben viele Orte, zum Beispiel die Basis, die uns unterstützen. Auch in meinem Wohnort unterstützen uns sehr die Basis. Da könnten wir zum Beispiel auch die Mitglieder von der Basis einbeziehen, zu Probeabstimmung. Sehe ich auch durchaus eine gute Möglichkeit, Wobei dass das, sie da auch mitwirken könnten. was die Frau Mesli ja aber auch gesagt hat, ist, dass es natürlich dann auch die Mitglieder der Basis, genauso wie die Mitglieder der Gemeinwohllobby, sind ja keine repräsentative Wählerstichprobe, sondern sehr, möglicherweise sehr parteiisch. Und dass es deswegen ja auch sinnvoll Aber ist, bei Gemeinwohllobby nicht. ja, das weiß ich nicht. Das weiß man ja nicht. Ja, bei Gemeinwohllobby sind sehr gemischt. Also das ist eine sehr gemischte Gruppe, muss Ja, ich sagen. Das ist, wir wollen alle Necken haben, wir was? aber wenn ich jetzt mit ZDF heute sprechen würde und die würden sagen, ja, wie haben Sie garantiert, dass Ihre Mitglieder bei der Gemeinwohllobby, ich glaube 10.000 Leute, die sich da angemeldet haben, Ja. dass es sich da um eine repräsentative Wählerstichprobe handelt und nicht um extrem parteiische Personen, die alle Nein, mehr oder nein, also weniger das einem ist Lager zuzuordnen sind? total gemischte. Das ist ein ganz gemischter Haufen Ja. von überall her, von allen möglichen. Jetzt Das würde ist nur der sehr interessant. Tagesschau-Schausprecher dann fragen, ja, Sie schätzen das so ein, aber welche Garantie haben Sie dafür? Welche Wissenschaftler haben da für die Repräsentativität der Stichprobe gesorgt? Und das ist eben der Punkt. Ich glaube, an der Stelle, um das mal ein bisschen zu übersetzen, wäre der Vorbehalt so zu beschreiben: Alle, die jetzt dann da bei der verfassunggebenden Versammlung mitmachen, haben ja schon ein bestimmtes inhaltliches Anliegen. Also alle, die jetzt zum Beispiel sagen, sie wollen die bestehende Verfassung behalten, sind in dieser Teilgruppe nicht mit drin enthalten. Und insofern meint der Herr Dillen, dass das eben eine Verzerrung sein könnte des Repräsentativen, also doch Leute, die in einer bestimmten Ecke sitzen des Meinungsbildes und dass das jetzt eben nicht dieses Bild ergeben würde, was wenn alle Ecken oder alle Sichtweisen der Gesellschaft mit einbezogen würden, was dann so die Ausgewogenheit darstellen würde. Genau. Ja, ich übersetze aber auch Beispiel noch mal sind kurz vor. eventuell auch zum Beispiel zum Stichwort Gradido, eventuell sind auch keine zu wenig Unternehmer repräsentiert in dieser Stichprobe, denn die würden sagen, Gradido, oh Gott, das würde ja mein Unternehmen, ich wäre ja sofort pleite bei Gradido, ja, zum Ja, da Beispiel. muss ich sagen, da jetzt gerade bei der Auswertung, ne, wir haben diese Gradido-Geschichte drin gelassen, weil das war am Anfang, ja, am Anfang haben wir also diese drei Vorschläge gehabt, die fließendes Geld, monetative und Gradido-System. Ich habe bewusst alle drei drin gelassen, weil ich habe gesagt, das ist so eine komplizierte Sache, das lassen wir erst einmal alle drei drin und jetzt gerade entsteht für uns eine Fachkommission, wo auch Unternehmer drin sind. Also wir machen jetzt eine richtige gemischte Fachkommission, wo möglichst alle Interessen vertreten werden. Und ich denke doch, dass die da eine anständige Mix zum Schluss. Ob der direkt dieser Gradido wird, weiß ich nicht. Weiß ich, muss ich ehrlich sagen, nicht. Das war ein ursprünglicher Vorschlag und im Endeffekt müssen wir praktisch Geldsystem bekommen, dass das Geld richtig auf seinen Platz zurückrutscht, dass es nur ein Tauschmittel ist. Und das müssen wir in irgendeiner Form schaffen. Ja, Ich würde noch wissenschaftlich. mal, wenn ich als Moderator eben sagen darf, ich glaube, die Frau Mesli, also ich sehe das Bild eingefroren.
Also es könnte schon sein, dass sie uns jetzt im Moment nicht so gut weiter Also bei uns erreicht. ist sie noch gut zu sehen und zwar sehr beweglich. Also das ist vielleicht nur bei Ihrem Computer. Ja, Frau Okay, das Miesli, ist Sie mal. hören doch. Sie hören doch. Frau Miesli. Frau Miesli, Sie hören mich doch, oder? Ja, ich höre alles sehr gut. Ja, das ist nur bei Okay. Ihrem Rechner, Herr Wagner. Das ist gut, das ist ja beruhigend. Und dann können wir noch mal schauen. Ich wollte noch mal übersetzen, was die Frau Mesli doch ein Stück weit gemeint hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das war nämlich am Anfang die Frage, wenn man so Expertenkommissionen hat, inwiefern ist das Basisdemokratie? Und bei der Basis ist es halt so, dass die einzelnen Mitglieder alles so konsensieren können. Und da steckte so die Frage mit drin, ob diese Expertenkommissionen da vielleicht zu viel einfach Dinge festlegen würden, was noch nicht so voll demokratisch dann ablaufen würde. Kann die Frau Nein, Mesli vielleicht noch? nein. Die müssen diese Expertenkommission, sie müssen grundsätzlich die Vorschläge, die der Bürgerinnen und Bürger, was es da drin steht, berücksichtigen. Also Vielleicht. sie kriegen eine praktisch jede eine Vorschlagpaket und ziemlich viel Vorschläge sind reingekommen und sie müssen diese Vorschläge unbedingt berücksichtigen und einbauen. Vielleicht, da ich ja in der Wissenschaft Spezialist auch teilweise für wissenschaftliche Methodenlehre war. Es gibt zwei Anforderungen an eine seriöse verfassungsgebende Versammlung. Erstens müssen alle in der Gesellschaft überhaupt vorhandenen möglichen Verfassungsvorschläge gesammelt werden. Also nicht nur von einer kleinen Gruppe von Personen, sondern eigentlich, wie Herr Wagner sagte, sogar von der Gruppe, die es muss ja auch die Gruppe derer beteiligt sein, die eigentlich im Moment gar nicht an eine neue Verfassung denken, zum Beispiel, ja? Sondern eigentlich müsste aus allen Bereichen der Gesellschaft müssen die Vorschläge kommen. Die müssten dann in Gruppen zusammengefasst werden, großer Ähnlichkeiten. Und müssten dann zum Beispiel, wie die Frau Mesli richtig sagt, konsensiert werden. Und zwar aber jetzt wiederum nicht von ein paar parteiischen Leuten aus einer bestimmten Richtung her, sondern eben mindestens von einer repräsentativen Wählerstichprobe. Und immerhin beweisen diese Institute wie Allensbach oder Forsa oder all die anderen Institute ja, dass sie das halbwegs hinkriegen mit einer halbwegs seriösen repräsentativen Wählerstichprobe und dass dann die Ergebnisse wirklich brauchbar sind und wenn man dann die Gewinnergruppe festgestellt hätte für den einzelnen Verfassungsartikel, für die einzelnen Artikel, dann könnte man diese Gewinnergruppe nochmal wieder in die Untergruppen, in die Ursprungsvorschläge aufspalten und dann nochmal konsensieren lassen und dann hätte man sowas wie wirklich, dass man der Tagesschau sagen könnte, das haben wir wissenschaftlich seriös gemacht. Und wenn Allensbach und Forsa und all die Institute seriöse Institute sind, die Sie ja auch selber benutzen bei der Tagesschau, ja, oder bei Heute Sendung, dann ist das Ergebnis seriös. Nämlich hier ist es ganz klar rausgekommen, die Wähler wollen eine andere Verfassung. Sie haben praktisch bei fast jedem Punkt einen der neuen Verfassungsvorschläge gewählt und dieser und jener ist im Moment Favorit und so weiter. Und das, liebe Tagesschau, das ist ein seriöses Ergebnis, das genauso seriös ist, wie wenn Sie zum Beispiel im Politparameter, das ZDF, sozusagen eine Wahlprognose zum Beispiel Sonntagsfrage oder so vorstellen. Das ist dann genauso hochwertig. Und das, glaube ich, würde die Tagesschau und Heute würden das ernst nehmen. Ne? Also wir sind jetzt gerade dabei, eigentlich, dass wir Leute, also ganz groß mobilisieren wollen, dass die Leute an den Abstimmungen teilnehmen. Das ist also unser Ziel, dass möglichst sehr viele Leute an dieser Abstimmungen teilnehmen. Also nicht nur diese 10.000, sondern wollen wir praktisch, das versuchen wir noch viel größer zu erweitern. Das Also sind ganz viele Leute. in der Hoffnung, dass wenn es noch mehr sind, dass man der Repräsentativität näher kommt. Ich Ja. als Wissenschaftler muss aber sagen, das ist nicht unbedingt der Fall. Es kann dann sein, dass einfach noch mehr Personen von der interessierten Gruppe dazukommen, aber bestimmte Teilbereiche der Gesellschaft, die sonst auch zur Wahl gehen, also die sonst an sich als Wähler aktiv sind, nicht dran teilnehmen. Und das ist der Punkt. Und das weiß jeder Journalist bei der Tagesschau und bei Heute weiß das. Fragt sich deswegen, warum war da jetzt, ich will keine Werbung machen für so ein Allensbach-Institut, weil das kostet ein paar Euro und das kostet durchaus Geld. Es wäre schön, wenn wir das. Ganz schön
schon viel Geld. Also, wir haben nachgeguckt, was und das Ja, also es wäre halt schön, wenn wir es auch ohne das hinkriegen würden. Die Frage ist nur, ob das dann nicht abgetan wird, als dass das nicht nach wissenschaftlichen Kriterien sauber gemacht würde. Aber das ist nur diese Frage, aber sollten wir vielleicht jetzt dann auch abschließen, das überlegen wir alle nochmal. Mein Tipp ist ganz klar, dass mit einem seriösen, wir haben das damals gemacht, unsere Professoren haben das gemacht, mit einem Partnerinstitut, das drittgrößten deutschen Marktforschungsinstitutes. Das hat, glaube ich, 2000 Euro gekostet, ja. Und wir haben das Ergebnis dann gehabt, dass 56% dieser relativ repräsentativen Wählerstichprobe nach 50 Minuten unsere gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung wollten. Und zwar in allen Belangen im Prinzip. Das hat man dann an den Kommentaren gesehen, weil die dann geschrieben haben. Die Wähler durften hinterher noch schreiben. Das darf man bei einem seriösen Meinungsforschungsinstitut immer, dass man dann noch schreiben kann, warum habe ich jetzt so gewählt an der Urne? Ja, und wir hatten damals 56%, die CDU hatte noch 16% in dieser simulierten Bundestagswahl. Ne? Ich würde sagen, wir lassen erst einmal versuchen, eine große Menge von diesen vielen Varianten abzustimmen, ja? Ja, das und ist auch für die Wähler ist also genau, lassen wir es erstmal. Politische Schulung. Sie denken nochmal drüber nach, Sie probieren das jetzt mit der großen Menge, was das, ob das, welche Fortschritte das bringt. Wir denken alle nochmal über diesen Punkt nach. Ich würde nur gerne sozusagen jetzt in meiner Antwort auf die Frage von Frau Mesi nochmal darauf hinweisen, dass wir das Problem, den Fehler nicht machen dürfen, dass wir über die Technik uns verlieren, auch über die statistische Technik, nicht die Wähler dabei verlieren, nämlich die wollen von uns wissen, was besser wird in Deutschland. Denn die Wähler wollen eigentlich nur das Ergebnis wissen, wird da was besser für mich? Und da möchte ich jetzt nochmal ganz bewusst zum Beispiel den Artikel 1 ganz kurz vorlesen, was da unser gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung vorschlägt, damit die Wähler sehen, da wird schon richtig gearbeitet bei dem Ganzen. Wenn auch nur auf der Vorschlägeebene und auf der völlig vorläufigen Vorschlägeebene. Ne? Und zwar jetzt unser Vorschlag zu Artikel 1 ist, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand müssen, wo immer möglich, gemessen werden und zur Lenkung aller Gesellschaftsteile hin zum Gutes tun eingesetzt werden. Diesbezügliche Informationen, wo habe ich es jetzt? Ich bin gesprungen hier. Diesbezügliche Informationen und alle anderen dürfen und werden zukünftig ausschließlich zur Steigerung des Gemeinwohls der Bevölkerung verwendet werden, für nichts anderes. Das ist quasi das Verbot von solchen Geschäftsmodellen wie Facebook und Google und Amazon, die Daten abgreifen und damit schmutzige Geschäfte machen, indem sie die Leute manipulieren, immer noch mehr zu konsumieren und so weiter. Das würde durch diesen Verfassungspunkt verboten sein. Ne? Daten nur zum Wohle der Gesellschaft verwenden, aber nicht als Konzerne, die damit schmutzige Geschäfte machen. Ne? Das würde sich also ändern. So, und dann nur durch besonderes Schützen, Pflegen und Bewahren der Natur lässt sich Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit der Menschen steigern. Also wird auf die in Absatz 1 genannte Weise für die Natur ausreichend gesorgt werden durch alle Wirtschafts- und Gesellschaftsteile. Also liebe Wählerinnen, das ist soweit mein Beitrag jetzt, bevor die nächste Frage gestellt wird, vielleicht von Herrn Eckenberger oder Frau Mesli. Mein Herzensanliegen ist Ihnen immer zu sagen, diese Verfassung gebende Versammlung ist auf einem guten Kurs. Und ich werde gleich auch dann in meinem nächsten Beitrag dann sprechen, wenn ich wieder dran bin, über Gemeinwohlökonomie, warum das auch viele gute Seiten hat und was, ja, und das ja, ist also ich, ja. Ja, wir haben schon darüber diskutiert und wir haben also auch gesagt, Gemeinwohlökonomie kann deswegen nicht rein, weil es gibt in der Wirtschaft viele gute Ansätze, und nicht nur auf der Gemeinwohlökonomie-Basis, ja. Und ja, wenn ich auf eine Verfassung gibt, nur Rahmenbedingungen, aber keine in ganz klare Bestimmungen. Und da kann man nicht machen, dass man andere gute Konzepte ausschließt. Das geht nicht. Ja. Muss nur gemeinwohlorientierte Wirtschaften drin sein,
Und es darf nicht auf ein Konzept festgelegt werden. Nee, es muss, muss, es müssen die, es muss mehrere Wahlalternativen für die Wähler geben. Also es muss im Volksentscheid mehrere Wahlalternativen geben von denen. Und muss, also muss, wir müssen praktisch alles, was gemeinwohlorientiert ist und der Gemeinwohl dient, dafür müssen wir praktisch gute Rahmenbedingungen geben und dürfen wir nicht in irgendeiner Form zupflastern, dass nur dieses ein Konzept hat Gültigkeit. Das geht nicht. Nee, nee, sondern das ist ja auch, denn ich werde es auch gleich nachher dann sagen, dass es erhebliche Kritik an der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber gibt, ja, weswegen wir ja nach 53 Jahren Arbeit eben viele Dinge anders machen in der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung. Und es gibt an all diesen Dingen Kritik, aber die Wähler müssen entscheiden. Ja, wenn die Wähler sich trotz der riesigen Kritik, die es an Gradido gibt, zum Beispiel für die Wähler die Wähler sich dafür entscheiden würden, ja, dann entscheiden sich die Wähler halt dafür. Auch wenn manche Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass Gradido Deutschland in einen nordkoreanischen Zustand verwandeln würde, nämlich in ein bettelarmes Land. Gerade das Geldsystem ist so kompliziert, dass man von jedem, meiner Meinung nach, von jedem Vorschlag das Beste, die Rosinen rausnehmen. Und kommt am Endeffekt so eine, irgendwie so eine Mixzeug raus. Das ist meiner Meinung nach, ist die Zukunft. Also, kein Konzept ist richtig hundertprozentig. Weil das Geldsystem ist dermaßen kompliziert, dass da irgendetwas, eine Mischung kommt raus. Ja. Ich greife mal auf und versuche mal zu übersetzen. Dann würden Sie, also Frau Grimmenstein, sagen, dass da ein Vorschlag, wenn der da stünde, jetzt Verfassungsartikel so und so ist, wir entscheiden uns für die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, dass das eine zu spezielle Festlegung in der Verfassung wäre und da an dieser Stelle nicht so reinpassen würde. Nee, das geht nicht. Das ist eine harte Festlegung auf ein Konzept. Es gibt es auch mehrere so andere förmige gemeinwohlorientierte Bestrebungen. Dann schließen wir die anderen aus. Und Sie würden nicht meinen, dass das von den Wählern aber so beschlossen werden könnte? Finde ich nicht gut. Muss ich sagen, wir werden das nicht empfehlen. Und werden wir auch wahrscheinlich jetzt in den Vorschlag, was wir vorlegen, nicht hereinnehmen, weil es muss Rahmenbedingungen geben und keine Festlegungen. Okay, das war jetzt nochmal wichtig, dass ich das versucht habe, so zu pointieren. Naja, das geht nicht. Das können wir nachher auch in einem Kommentar für die Wählerinnen und Wähler erläutern, dass wir für alle gemeinwohlorientierten Konzepte mit dieser Rahmenbedingungen die Tür öffnen müssen. Okay, gut, dann ist der Punkt soweit klar. Ob der Herr Dillen dazu noch was sagen will oder ob wir sonst weiterschauen nach den nächsten Fragen dann? Ja, vielleicht, gell? Doch ruhig mal jetzt wieder, wir entweder Herr Eckenberger oder Frau Miesli. Ich reg nur an für die Zuschauer. Ich denke immer an unsere Zuschauer mit. Die wollen was Konkretes hören, was sich ändern könnte, auch wenn es noch so vorläufig ist, weil eben, wie gesagt, wie Frau Grimmenstein sagt, weil man sich ja natürlich jetzt auf nichts festlegen darf, sondern das müssen ja die Wähler entscheiden, welche Variante eines bestimmten Artikels Sie wollen. Ja, ich hätte eine kurze Frage an die Frau Grimmenstein. Das klang so, sie würde das nicht empfehlen, aber wenn das dann bei den Wählern tatsächlich entschieden würde, gewünscht würde, würde die Frau Grimmenstein das akzeptieren? Dankeschön. Ja, akzeptieren würde ich, aber muss ich sagen, wir haben schon so eine 8-monatige Phase gehabt, wo wir laufend in alle 2 Wochen Abstimmungen durchgeführt haben. Und wenn man für die Wählerinnen und Wähler erklärt, wieso, weshalb, warum, ne? Sehen sie die Sache auch ein, muss ich sagen. Also eigentlich, die wählen vernünftig. Also ich bin fest davon überzeugt, also die ganze Abstimmungen, wo wir das probiert haben in dieser 8-monatigen Phase, sind alle sehr, sehr gut gelaufen und die Wähler haben wirklich vernünftig entschieden. Ja, sie müssen Informationen bekommen, selbstverständlich, das müssen sie.
müssen sie und müssen, muss man auch zu verstehen geben, dass das hier, wir geben keine Konzepte, legen wir fest, an die Aufgabe einer Verfassung ist, keine Konzepte festzulegen. Ja, und ich sag jetzt mal was dazu, Herr Eckenberger. Die Frage ist natürlich, Sie merken es auch, Herr Eckenberger, dass eben noch nicht ganz klar ist, ob bisher die verfassungsgebende Versammlung eine wissenschaftlichen Kriterien gegenüber befriedigende Struktur hat, die wirklich dafür sorgt. Erstens, dass alle in der Gesellschaft existierenden Vorschläge zu einem Verfassungspunkt dann in Gruppen zusammengefasst zur Auswahl stehen, also eine faire Chance der Aufnahme in das gesamte Projekt haben, was extrem schwierig ist, weil was ist mit den Personen, die einfach zufällig noch gar nichts von der verfassungsgebenden Versammlung gehört haben und so weiter. Und der zweite Punkt, der wissenschaftlich die Ansprüche ist, ist eben ganz einfach, wer macht für das Rangehen an die Öffentlichkeit, weil wir ja nicht sofort einen Volksentscheid wahrscheinlich nicht sofort kriegen werden. Das wäre natürlich das Beste, dass wir im Volksentscheiden gleich das entscheiden dürften. Aber man kann das eben simulieren mit einem simulierten Volksentscheid, mit einer repräsentativen Wählerstichprobe bei einem seriösen Meinungsforschungsinstitut. Und wie gesagt, bei uns hat das damals 2000 Euro gekostet. Aber, und wenn ich mir denke, dass 10.000 Leute jeder 2 Euro spenden, hätte man einen Etat von 20.000 Euro, die dazu gut angelegt wären, dann vielleicht ein noch renommierteres Institut zu nehmen. Eines der Top-Institute, auf die ARD und ZDF zum Beispiel selber bauen. Ja, zum Beispiel die Forschungsgruppe Wahlen oder wie die heißen. Ne? Und dann hätte man etwas, wo man sagen könnte, dass jetzt haben wir ein Zwischenergebnis und dann sieht man ja auch, ob die Leute sich eher zum Beispiel aus meiner Sicht, also Gradido ist einfach ein anderes Wirtschaftsmodell als zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie, die selbst zum Beispiel das Geld nicht so ändern will, wie das Gradido tut, ja. Und insofern sind das unterschiedliche Wirtschaftsmodelle und die sollen alle ihre Chance haben. Aber letztendlich müssen wir einen Weg finden, wie wir der Öffentlichkeit sagen können, was die Wähler dazu meinen. Ne? Aber das ist jetzt nur, wir sind sehr stark immer in der technischen Ebene und heute wollten wir, war der, das Ziel dieser Talkshow, ja, den Wählern zu sagen, was zeichnet sich denn schon an Ideen ab, ja, und ich, deswegen sage ich mal ganz bewusst was zur Gemeinwohlökonomie, in dem bisherigen Zwischenentwurf steht die ja ausdrücklich drin und das Gute bei der Gemeinwohlökonomie ist, dass der Herr Felber das gute Bemühen hat zu sagen, Wirtschaft muss dem Gemeinwohl dienen. Profite auf Kosten der Menschen dürfen gar nicht mehr zugelassen werden, während das bisherige Grundgesetz da nicht unterscheidet, sondern es einfach frei zulässt. Und das Grundgesetz ist so schwach, dass es genau genommen alle möglichen Formen des Profitmachens auf Kosten der Menschen, wobei zum Beispiel die Umwelt vergiftet wird und damit wieder die Menschen vergiftet werden, das ist durch das Grundgesetz nicht ausreichend ausgeschlossen. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass in der Verfassung ganz klar geregelt sein muss, dass eben sozusagen dass es eine Rolle spielen muss, egal, ob man das technisch so macht wie Christian Felber, der setzt quasi neue Wirtschaftsprüfer für Gemeinwohlbilanzen ein und lässt die subjektiv entscheiden, ob dieses Unternehmen in den und den Punkten menschenfreundlich ist oder schädlich ist letztendlich. Und wir machen das über Daten. Wir gucken, ob sich bei den Kunden, Anwohnern und Mitarbeitern die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten verbessern oder verschlechtern. Und danach kriegt das bei Felber gibt es dann Steuervorteile für die guten Unternehmen und bei uns gibt es Verdienstzuschüsse, das ist das Gleiche, nur mit einem anderen Namen und wird nicht über Steuer gemacht, sondern über einen anderen Weg Verdienstzuschüsse bekommen. Und dieser Grundgedanke, liebe Wählerinnen, sage ich jetzt da draußen, das ist schon faszinierend, dass immerhin das
jetzt auch irgendwo Platz hat in der Vielfalt der verschiedenen Vorschläge. Und das lässt mich als Mensch hoffen, ja hoppla, das würde ja dann würde ja dann wirklich alles besser werden. Ja? Das ist so mein Beitrag jetzt dazu als Antwort auf Herrn Eckenberger. Ne? Mal ganz kurz, die Frau Grimmenstein oder wie sie gerade heißt, Verzeihung, wollte um 7 eine Pause machen, oder? Hat das irgendwie vergessen? Ja, wollte Frau kurze Pause machen. Damit ja, machen wir. Sie melden sich dann wieder, dann sobald Sie... Dann sehen wir uns um 7:30 weiter, ja? Ja, alles ich klar. Auf die Hörer lege ich daneben. Also Bus. Ja, dann starten wir in den zweiten Teil des Talks. Im ersten Teil haben wir ja einige formale Fragen schon angesprochen, wie es so ist, ob es gut ist, dass neue Vorschläge nur gesammelt werden oder ob die Leute auch sagen können oder dass berücksichtigt wird, sie wollen die alte Verfassung einfach behalten, und die Frage, ob die Gemeinwohlökonomie zum Beispiel als Konzept so als Weichenstellung in die Verfassung hineinkommen könnte oder ob das eine zu starke Engführung schon auf ein ganz konkretes Konzept ist, wo erstmal nur ein allgemeiner Rahmen in die Verfassung eher hineingehören sollte, wie die Frau Grimmenstein das erläutert hat. Und jetzt zu Beginn des zweiten Teils, würde ich sagen, kann die Frau Mesli vielleicht mal wieder mit einer Frage anfangen. Und nach diesen formalen Rahmenbedingungen kann es, glaube ich, wenn ich das so richtig rausgehört habe, jetzt auch in die Frage gehen, was bedeutet das an konkreten Vorteilen, die da schlummern können in diesem Konzeptansatz für das Leben der betroffenen Menschen. So, gebe mal an die Frau Mesli. Ja, schönen Dank. Frau Grimmenstein, konkret jetzt, was bringt mir persönlich eine neue Verfassung? Oder auch meinen Mann. Was bedeutet das zum Beispiel für meine Gesundheit? Denn ich bin jetzt in einem Alter, da spielt die Gesundheit durchaus schon eine Rolle. Und ich würde gerne 90 oder 100 Jahre alt werden. Also was bringt mir die neue Verfassung persönlich? Also die neue Verfassung eigentlich sollte solche Rahmenbedingungen eröffnen, dass sie für die Menschen generell in alle Konzepte, zum Beispiel auch im Gesundheitswesen, mehr Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel jetzt ist die Naturmedizin ziemlich ausgeklammert, ja. Das erlebe ich auch gerade bei der krebskranken Frau, dass es solche Möglichkeiten auch praktisch eine große Palette von Möglichkeiten, was in der Medizin eigentlich vorhanden ist. Naturmedizin sollte mit Schulmedizin zusammengehen und für jede Patienten sollte schon Möglichkeit geben, beide Sachen in Anspruch zu nehmen. Und alleine schon wichtig ist, dass die Menschen ihre freie Entscheidung bekommen über ihre Gesundheit, was jetzt heutzutage leider meistens nicht möglich ist. Sie können nicht also praktisch für jede Alternative sich entscheiden. Und der Arzt müsste auch viel mehr Aufklärung betreiben. Das ist alles praktisch nicht geregelt für uns. Nicht geregelt. Und diese neue Verfassung ermöglicht praktisch also der Wettbewerb der Ideen. Das haben wir jetzt nicht. Das haben wir jetzt überhaupt nicht. Also im Grunde genommen jetzt haben wir nur eins immer vor unserer Nase, dieser Profitgier. Also das gewinnt, was praktisch der meiste Profit bringt. Und das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist jetzt, soll umgedreht werden. Das soll gewinnen, was für die Menschen das meiste bringt. Und dafür fehlen jetzt einfach die Rahmenbedingungen. Und die Menschen sollen in ihrer Entscheidung, mit ihrer Entscheidung überall einbezogen werden. Überall eingezogen werden und die sollen keine Willkür erleben. Und die menschliche Kontrolle soll auch da sein, also die bürgerliche Kontrolle praktisch über die Entscheidungsträger, was es auch heute nicht möglich ist. Also es gibt eigentlich wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel, also eine generelle Verbesserung der gesamten Lebensqualität. Ja.
Ja, Frau Beasley, meine Antwort jetzt. Waren Sie fertig, Frau Grimmenstein, Ja, soweit? also. Meine Antwort jetzt ist so, dass mich die Gemeinwohllobby und die verfassungsgebende Versammlung, dass die Vorschläge mich schon hoffen lassen. Ja, wenn ich habe mir mal so überflogen die verschiedenen Vorschläge, da tauchen so Namen auf wie Gradido. Dann ist in den Diskussionen taucht sowas auf wie die Thematik Dreigliederung zum Beispiel. Da kommt ja die Idee her, dass man vielleicht das Gesundheitssystem verstaatlichen sollte und eben aus dem Profitinteresse herausnehmen sollte. Kann man drüber diskutieren. Und bei der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung, da würde sicherlich auch die GWÖ, meine ich jetzt von Christian Felber, die Gemeinwohlökonomie, da würden die Wirtschaftsprüfer für Gemeinwohlbilanzen sicherlich auch so zu erfassen versuchen, so gut es geht, ob der Arzt jetzt ein Gesundheitsförderer ist oder ob er nur ein Profitmaximierer auf Kosten von Ihnen und Ihrer Gesundheit am Ende ist, sozusagen. Und das lässt schon hoffen, auch wenn ich bei der Gemeinwohlökonomie gar nicht genau wüsste, ob die das überhaupt hinkriegen würden. Aber die Absicht hätten sie. Und das ist schon mal sehr viel wert. Also die gute Absicht bei Christian Felber und der Gemeinwohlökonomie ist schon mal sehr zu loben. Denn der will quasi die Wirtschaft dazu zwingen, dass sie nicht mehr Profite macht, indem sie möglichst viele Leute krank machen und dann möglichst viel abkassieren, sozusagen, sondern indem die Praxen der Zukunft und zwar offen für alle auch, für alle Angebote, für Naturheilkunde und so weiter und ihnen bestmöglich geholfen wird, wie sie länger leben können, gesünder leben, länger und sich dabei noch wohler fühlen als früher, können als früher. Und diese gute Absicht hat die Gemeinwohlökonomie. Ja, das hat sie. Bei uns, bei der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung GWO von den Next Scientists, ist das Ganze sehr viel konkreter. Da wird der Arzt zum Beispiel ganz konkret danach bezahlt, wie sich das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit bei seinen Kunden entwickeln. Ja, also wenn Sie dann bei Ihrem Hausarzt wären, bei Ihrer Hauspraxis, dann würde der Ihnen zukünftig ein kostenloses Freizeit- und Wochenendangebot zur Verfügung stellen. Dort haben Sie Ernährungskurse, Tanzen, Singen, Musizieren, Gesundheitskurse aller Art, Yoga, was auch immer. Fitnessstudio ist mit dabei, Sportvereinsabteilung wird er sich mit Ihnen Kooperationen eingehen und so weiter. Also die oberste Regie über die Sportvereine werden dann auch die Praxen haben. Und dann wird überall Gesundheitssport gemacht und alles Mögliche. Und dann werden Sie 100. Und dann werden Sie vielleicht sogar 110. Ja? Also das ist, und immerhin sind wir einer von vielen Vorschlägen, die da sind. Ja? Während Gradido wiederum auf der anderen Seite dazu keinen konkreten Vorschlag hat. Denn wenn ich ein Geld habe, Gradido ist ein ganz anderes Wirtschaftssystem, weil ich ja im Prinzip ein Geld habe, bei dem sich das Barvermögen oder das Geld innerhalb eines Jahres von 100.000 Euro auf 50.000 reduziert. Und das bedeutet, dass es natürlich für alle ein totales Enteignungsprogramm ist, außer für die, die Sachgüter haben, Häuser, Gold, Silber und andere Sachgüter, Oldtimer, Kunstgegenstände und so weiter, weil die bleiben ja im Wert erhalten. Und da entsteht dann, und da merkt man, dass dieses Konzept jetzt Ihnen eigentlich bezüglich Gesundheit nicht viel versprechen kann, weil es ja letztendlich erstmal nur ein anderes Wirtschaftsprinzip ist, ja, mit einem Geldzerfallsystem. Und die Dreigliederung, die verspricht Ihnen, und das als letzter Gedanke, die sagt quasi, ja, wenn wir den Profit rausnehmen aus dem Gesundheitswesen, dann würde ich denken, das läuft dann auf so den Arzt als Beamten hinaus. Da muss man halt jetzt überlegen, ob der Arzt jetzt wirklich, wenn er Beamter ist und sein Festgehalt bekommt und gar keiner Leistungsmessung unterzogen ist, keiner Messung seiner Gesundheitswirkung unterzogen ist, keiner Messung wie viel Langlebigkeit er steigern kann und so weiter. Wenn das alles dann, wenn er dann quasi, ich sag's mal hart, staatliche Narrenfreiheit bekommt, ja, Time is zu Ende. Die Frage ist, ob das dann für Ihre Gesundheit optimal ist und ob er sich für Ihre Gesundheit wirklich ein Bein ausreißen wird. Meine Zeit ist um, ja.
Also wir müssen ja, sehr gut. Den Wettbewerb der Ideen eröffnen und erwägen, was für uns gut ist, was für uns nicht gut ist. Ne? Und ich denke schon, dass durch diesen Wettbewerb der Ideen werden wir schon bestimmt hundertprozentig nicht die optimale, weiß ich nicht, also eine ideale Lösung eigentlich gibt es nicht direkt, aber was für die meisten Menschen gut ist, das gibt es schon. Ja, und die Idee war ja jetzt nur, dass wir darüber sprechen, dass Sie vielleicht auch, auf Frau Mees, die wird ja jetzt gleich nochmal nachbohren, wie ich Sie kenne, oder wie ich hoffe, dass eben Sie auch einfach mal überlegen. Sie kennen ja auch zumindest überblicksmäßig die Masse der Vorschläge, die bis jetzt schon da sind, dass Sie eben vielleicht dann sagen können, ja, da ist schon die und die Idee drin und das würde als Änderung bedeuten, das und das und so weiter. Zum Beispiel jetzt Frau Mesli, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie die Frage schon auf dem Schirm haben, Sie interessiert doch auch, was aus dem Ernährungssystem wird und der Landwirtschaft wird, wenn ich mal richtig überlege. Ja, sicher kommt da herein, dass wir dann... Ja, Frau Mesli, vielleicht stellen Sie mal entsprechend so eine Frage, es sei denn, Herr Eckenberger möchte eine Frage stellen. Ich lasse mal den Vortritt. Vielen Dank. Meine Frage ist dann ein bisschen wieder zu anderen Themenbereichen. Ja, gut. Wie würde sich die Landwirtschaft entwickeln mit einer neuen Verfassung? Oder bezieht sich die Verfassung gar nicht auf die Landwirtschaft? Und was mich natürlich auch immer interessiert, das ist die derzeitige Debatte in Deutschland bezüglich Ökologie, CO2-Reduktion und dann der europäische Green Deal und so weiter. Also alles, was ich darüber jetzt weiß oder mitbekommen habe, das würde sich eher negativ auswirken auf mein Leben, sage ich jetzt einfach mal. Was sieht da die neue Verfassung vor? Vielleicht können wir das aber trennen in zwei Blocks. Also Ihr erster Block war Landwirtschaft und Ernährung. Wie wird sich was ist da schon abzusehen bei den Vorschlägen der verfassungsgebenden Versammlung, wie da eine Neuregelung aussehen könnte? Das wäre der erste Block. Und den zweiten Block machen wir dann gleich nochmal. Das war nämlich der Block, wie steht die neue Verfassung oder die neuen Vorschläge zum Thema jetzt Umwelt und CO2. Das machen wir aber danach. Nach, glaube ich. Nicht zwei Sachen auf einmal. Aber also Frau Krimmelstein, erstmal zur Landwirtschaft, ja? Ja, ich würde da sagen, beide, weil das gehört grundsätzlich dazu, dass es unsere Lebensgrundlagen definitiv geschützt werden müssen, weil das tun wir momentan nicht. Und unsere Böden, Gewässer, die Biodiversität muss, unsere Wälder müssen geschützt werden und das haben wir schon theoretisch schon drin und das gehört auch mit dieser CO2-Geschichte, diese Problematik ist auch dadurch entstanden praktisch, dass wir unsere Wälder kaputt machen, unsere Lebensgrundlagen kaputt machen, unsere Luft kaputt machen. Dadurch entsteht praktisch diese ganze Klimageschichte auch. Die Klimageschichte würde ich nie auf CO2 fokussieren, weil das hat grundsätzlich mit dieser enormen Umweltzerstörung zu tun. Mit dieser grundlegenden Umweltzerstörung wie Wälder, Biodiversität, Böden, Gewässerschutz, das ist nicht vorhanden. Das ist nicht vorhanden und in dem Grundgesetz steht das drin, aber ist überhaupt nicht einklagbar und die halten sich auch nicht danach. Ich will gerade mal so versuchen zu helfen. Ich habe jetzt die Frau Mesli auch so verstanden, dass es ja eben, wie gesagt, das steht im Grundgesetz drin, aber keiner hält sich dran. Und jetzt Absichtserklärung, eine neue Verfassung, die nur aus Absichtserklärungen bestünde, wäre vielleicht zu wenig. Was zeichnet sich aus Ihrer Sicht? Nein, keine Absichtserklärung soll keine Absichtserklärung sein, sondern... Was zeichnet sich schon ab aus Ihrer Sicht an technischen Lösungen, die das dann auch garantieren sollen? Denn das ist ein Unterschied zwischen etwas Absicht zu erklären und zu sagen, wir haben in der Verfassung auch Elemente drin, die das dann auch garantieren, dass es auch gemacht wird. Das ist doch die entscheidende Frage. Also bei uns steht schon definitiv drin, dass die alle Artikel einklagbar sind.
Und das ist schon mal wichtig. Das ist schon mal wichtig, aber... Ganz wichtig. Und eigentlich, das ist eine Bewusstsein. Was wir jetzt damit betreiben, ist eine definitive Bewusstseinbildung. Bewusstseinbildung in der Bevölkerung, dass das alle mitmachen müssen. Wir müssen also eigentlich gemeinsam, wir geben uns neue Rahmenbedingungen, was uns ermöglicht, praktisch dieser Wettbewerb der Ideen. Der Wettbewerb der Ideen, aber die Menschen dahinter, also eine, das ist nur die Basis von unserem Zusammenleben. Die Ausführenden sind wir selbst. Aber jedenfalls ermöglicht uns dieser Zustand, dass wir handeln, also macht uns handelsfähig. Das sagt auch der Sachverständigerrat praktisch vor ein paar Jahren, 2019, in einer Studie, dass die heutige Rahmenbedingungen ermöglichen nicht die Nachhaltigkeit. Ermöglichen die, also wir sind gezwungen, solche Rahmenbedingungen zu geben, was es ermöglicht uns die Nachhaltigkeit. Ja. Das muss auch grundsätzlich alles einklagbar sein. Ja. Und wir müssen generell von diesem viele Verträge wie Energiecharta und Freihandelsverträge raus. Und wenn wir keine neue Verfassung geben, kommen wir nicht aus der Energiecharta, kommen wir aus den Handelsverträgen nicht raus. Weil durch diese Verträge sind gleichzeitig auch von den Regierungen die Hände absolut gebunden. Absolut, die sind handlungsunfähig. Die sind handlungsunfähig, weil die Energiecharta und auch die Handelsverträge sind nur Profitjägerverträge. Und anders kriegen wir diese Verträge nicht los. Also bleibt uns gar nichts anderes übrig, dass wir uns neue rechtliche Basis machen. Ja, dann gehe ich in meiner Antwort auf Frau Mesli da jetzt mal drauf ein. Genau das ist es. Das, was der Sachverständigenrat gesagt hat, das übersetze ich jetzt mal für Sie, Frau Mesli, noch deutlicher. Das jetzige Wirtschaftssystem zwingt die Konzerne regelrecht, die größten Schweinereien zu machen, weil das der Marktzwang erzeugt. Zum Beispiel die Tatsache, dass ihre Nahrung immer aus billigeren, dass jedes Jahr die Zutaten billiger werden und damit auch gesundheitsschädlicher werden, weil sonst nämlich, ja, also man kann nämlich auch mit billigeren Zutaten das gleiche Geschmackserlebnis chemisch und künstlich erzeugen, sodass die Leute das kaufen, weil es ihnen weiterhin schmeckt, obwohl die Zutaten immer minderwertiger und immer schlechter werden und immer mehr gesundheitsgefährdend werden. Also unser jetziges gnadenloses Wirtschaftssystem mit seinen jetzigen Fehlanreizen zwingt die Konzerne dazu eigentlich, dass die Landwirtschaft immer giftiger für sie wird, Frau Mesli, und dass auch die Supermärkte immer mehr giftige Nahrung ihnen anbieten. Und die schmeckt zwar total lecker, aber hat fast alles davon hat schwerwiegende gesundheitliche Folgen. Herr Wagner, Sie müssen sagen, wenn meine 4 Minuten dann um sind, ich habe nämlich die Uhr vergessen. Frau Mesli, deswegen plädiere ich ja, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung ist ja und die Gemeinwohlökonomie sind ja nur ein Teil von vielen Vorschlägen, Vorschlägen, aber unser Vorschlag würde das Problem technisch lösen. Das würde also, wir würden nicht auf der Ebene der frommen Wünsche, sagen wir mal so, die man dann noch einklagen muss hinterher, bleiben, sondern wir würden das in der Verfassung gesetzlich schon so verankern, dass es dann gar nicht mehr anders geht, als dass Ihr Supermarktleiter nur dann noch Verdienstzuschüsse kriegt, wenn sie sich gesünder, langlebiger und vom Wohlfühlen her positiv entwickeln. Das heißt, Sie müssen sich das so vorstellen, Frau Mesli. Sie haben 10.000 Leute, die gehen bei einem bestimmten Aldi-Marktleiter einkaufen, bei einer Marktleiterin. Dann haben Sie 10.000 Leute, die gehen häufig einkaufen bei einem Rewe-Marktleiterin. Dann haben Sie 10.000 Leute, die häufiger einkaufen gehen bei Alnatura-Marktleiterin. Ja? Und dann untersucht der Bundeswahlleiter nach unseren Vorschlägen, wie entwickeln sich Wohlfühlen, die Wohlfühlstimmen zum Beispiel als Wahlstimme, Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit dieser Kunden, und zwar gemessen an harten Daten. Ja, wenn jetzt der eine Supermarkt zum Beispiel lauter pestizidverseuchtes Essen Ihnen anbietet, dann
kriegt der keine Verdienstzuschüsse, weil ihre Gesundheitsdaten in den Keller gehen, so im Laufe der Zeit. Und der, bei dem anderen, der versorgt sie vielleicht wirklich mit echter gesundheitsförderlicher Nahrung und schmeißt vieles von dem Müll raus aus seinem Markt oder zumindest in die Ränder, stellt das in die Ecken quasi. Das darf natürlich jeder kaufen, aber macht keine Werbung in seinem Markt mehr dafür. Und der ein andere Markt stellt sogar eine Ernährungsberaterin rein und die hilft den Leuten wirklich, sich nur noch auf das Gesundheitsförderliche zu konzentrieren. Und dieser Markt kriegt dann die allergrößten Verdienstzuschüsse. Und das konkret muss verankert werden, auch schon im Grundgesetz, in der neuen Verfassung, damit es konkret ist. Alles klar, Zeit ist um. Ja, und wollte ich noch dazu einhaken, dass auch die Entscheidungsträger schon nach den neuen Vorschlägen werden nach ganz anderen Kriterien ausgesucht, werden praktisch ganz genau ausgesucht, wie ihre menschlichen Qualitäten sind. Also nicht einfach nach Wahlsprüche werden hier die Leute, die Hauptentscheidungsträger ausgesucht, sondern die werden richtig von Parlament und Bürgerräte und Jugendräte richtig auf die Waage gestellt. Ja, also Frau Grimmenstein, für mich klingt das allerdings zu sehr nach Unwägbarkeiten, nach, Herr Wagner würde sagen, nach Willkürelementen, dass vielleicht der eine oder andere zum Beispiel, Sie sagten, da müssen die Menschen geprüft werden darin, ob sie auch verantwortlich sind. Wer will das prüfen und wer muss das entscheiden? Das ist so ähnlich wie bei der Gemeinwohlökonomie. Da gibt es ganz viele Willkürentscheidungen eines Wirtschaftsprüfers für Gemeinwohlbilanzen, wo viele Leute ihm vorwerfen würden, ja, du hast ja willkürlich falsch entschieden. Ja? Und Frau Miesli, das, was wir Ihnen anbieten, ist ganz konkrete Zahlen, ganz konkrete harte Daten und ganz, wo es kein Vertun gibt, sondern ganz klare Kriterien und der Bundeswahlleiter wertet die Daten aus und wenn wir dem Bundeswahlleiter nicht vertrauen, dann können wir auf gar nichts mehr vertrauen, denn dann haben wir keine Demokratie mehr. Denn wenn der Bundeswahlleiter betrügt, dann haben wir keine Demokratie. Was? Oder den Bundesrechnungshof könnte man einbeziehen. Ja, aber mir wäre der Bundeswahlleiter wichtig, denn eigentlich steht unsere ganze Gesellschaft auf einem einzigen Fuß, dass die Wahlergebnisse nicht durch den Bundeswahlleiter gefälscht werden. Ja. Und wenn wir das können wir noch mehr sichern, dass das auch wirklich so ist und bleibt. Denn manche sagen ja, dass es bei manchen Wahlen schon zu Unregelmäßigkeiten in Deutschland kommt. Ja, also deswegen müssen wir, also wir müssen den Bundeswahlleiter als Behörde, das ist ja das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden und das sind die statistischen Landesämter der verschiedenen Bundesländer. Ja, diese Instanz muss zu einer einzigen seriösen Instanz ausgebaut werden. Auch das sollte man übrigens auch in die Verfassung schreiben aus meiner Sicht. Denn wenn wir keinen Bundeswahlleiter haben, auf den wir uns verlassen können, sind wir verraten und verkauft. Dann haben wir null Chance, weil dann gibt es für nichts eine saubere Datenauswertung. Und dann ist alles Willkür. Und dann wird sich am Ende wieder, werden sich die Konzerne durchsetzen und wieder ihre schmutzigen Geschäfte machen. Also wir müssen auf jeden Fall, und die Bürgerkontrolle haben wir überall eingebaut, schon bisher ziemlich gut, vielleicht können wir noch mehr einbauen. Die Bürger haben vielleicht noch mehr Ideen, aber die Bürgerkontrolle ist ständig drin und Politiker können jederzeit zurückgerufen werden, also praktisch, dass sie entlassen werden können. Das haben wir auch drin. Auch die Amtszeit ist auch begrenzt und jedes Jahr werden sie praktisch durch Wählerumfrage bewertet, ob sie gut gearbeitet haben oder nicht. Das gibt es bis jetzt auch nicht. Also viele, viele, viele neue Sachen haben wir drin. Da ist aber so, da höre ich aber sofort wieder einige schwerwiegende wissenschaftliche Unklarheiten drin. Denn zum Beispiel nur der Satz, den Sie eben gesagt hatten, dass die Wählerinnen beurteilen dürfen, also unser Modell ist ja 16 Ministerpräsidentinnen. Wir haben ja im Moment 16 Ministerpräsidentinnen und die jeweiligen Koalitionsregierungen in den Ländern. Ja? Und diese sind ja eigentlich zu einem nicht unerheblichen Teile verantwortlich für das Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit ihrer Bürger. Wenn Sie jetzt aber einfach nur fragen, wie die Wählerinnen die Ministerpräsidentin und die Koalition beurteilen, dann haben Sie ein ganz großes Problem. Sie können das
nicht vergleichen mit den anderen Bundesländern. Aus unserer Sicht muss das wirklich wissenschaftlich sauber gemacht werden. Wir müssen die Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten und auch die Wohlstandsdaten der verschiedenen Bundesländer miteinander vergleichen. Und der Bundeswahlleiter muss jeden Tag veröffentlichen, wie in der Rangliste, wie zum Beispiel Laschet gerade dasteht, wie Söder gerade dasteht und wie die Ergebnisse, die vergleichbaren, statistisch vergleichbaren Ergebnisse der jeweiligen Koalitionsregierungen sozusagen dastehen. Und dann stellt sich vielleicht raus, was weiß ich, wir haben doch auch mehrere Damen, die Ministerpräsidentinnen sind, ja. Und dann zeigt sich, da geht es den Menschen, da ist die Entwicklung der Menschen besser, die fühlen sich immer wohler und im anderen werden sie immer unglücklicher und geht es ihnen immer schlechter. Und diese Transparenz, das muss viel konkreter werden aus unserer Sicht jetzt, aus unserer gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung heraus. Wir müssen es so machen, dass ja, aber das kann nicht in der Bundesverfassung gibt. So herein. Also wir haben jetzt, wir tun jetzt mit der Bundesverfassung ja, zu tun. Aber wenn man das nicht verankert, wie wollen Sie dann garantieren, dass die Politiker nicht wieder anfangen, sich mit den Lobbyisten und den Konzernen zusammenzusetzen und wieder ein anderes Süppchen zu kochen? Wie wollen Sie es zementieren? Nicht nur Absichten, sondern wie wollen Sie es schon in der Verfassung zementieren, dass dann nicht wieder dagegen gehandelt wird? Das ist die Frage, glaube ich, Frau Krimmenstein. Wenn Sie das nochmal sagen. Also wir haben momentan auf jeden Fall vier Kammern, ne? Und wir haben diese Parteiwirtschaft grundsätzlich abgeschafft. Also die Parteien sind nicht mehr die Hauptläufer. Sondern bei uns ist so, dass das, also momentan nach den Vorschlägen, nicht bei uns, weil das sind nicht meine Vorschläge, ja. Momentan sind die Vorschläge so, dass es vier Fachkammern gibt es. Und in diese vier Fachkammern kann praktisch jede Bürgerin und jeder Bürger sich nicht bewerben. Und auch jede Organisation kann einen Bewerber schicken. Also nicht nur die Parteien, nicht nur weit nicht die Parteien. Und diese Fachkammern praktisch suchen sich dann aus, praktisch gemeinsam dieser Bundeskanzler mit dem Bürgerrat und mit dem Jugendrat zusammen. Ja, aber für mich jetzt als Wissenschaftler klingt das noch zu willkürlich. Ja, es klingt noch, ich weiß nicht, Herr Wagner, also Sie als Moderator können da auch noch mal was zu sagen. Für mich klingt das erstmal noch so, dass ich da keine völlige Eindeutigkeit sehe, denn wer wird in diese Bürgerräte oder diese vier Dinge, wenn Sie die, wie kommt es, dass das nicht wieder ein Willkürgeschehen ist, wer in diesen Kammern drin ist? Ich muss sagen, ich habe jetzt die neue Vorschläge noch nicht da, habe ich noch nicht nachgeguckt, ja. Und wie es weiterentwickelt worden ist, das waren die ersten Vorschläge. Ich guck mal jetzt mit der Zeit, wie die neue Vorschläge dann die Sache noch weiterentwickelt wird, ja? Genau, aber es ist ja sehr gut, dass wir über die Vorschläge, wir müssen ja über das reden, was jetzt schon da ist, damit die Zuschauer sehen, da ist schon Substanz. Und meine Anforderung ist eben, dass wenn wir in der Verfassung irgendwelche Kammern hätten, und deren Repräsentativität nicht garantiert wäre, sondern da mögliche Willkürzusammensetzungen denkbar sind, dann ist das Ganze, wird am Ende werden die Konzerne wieder dafür sorgen, dass sie ihre Leute da irgendwie reindrängen und dann wieder Entscheidungen gegen die Menschen getroffen werden. Ne? Und deswegen ist mir immer so wichtig, was ist schon abzusehen an ganz konkreten Garantien dafür, dass es nicht mehr gegen das Gemeinwohl gehen kann. Alleine schon, ich finde diese Tatsache, ich sehe jetzt nur auf diese Vorschläge, was bis jetzt da vorhanden sind, dass nicht nur diese Kammermitglieder können nicht nur durch die Parteien nominiert werden, sondern diese Fachkammer benötigen bestimmte fachwissende Leute, ne? Und das kann von allen möglichen Organisationen vorgeschlagen werden. Also alleine schon diese Wahlgeschichte wird auf breitere Beine gestellt. Und wer entscheidet dann, welcher der Vorschläge auch angenommen wird von der jeweiligen Kammer? Jetzt, ich denke jetzt nur an den Wahlmodus, wer in die Kammer hereinkommt. Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler, ne? Genau, aber jetzt ist das Problem, jetzt haben wir wieder ein Problem.
dass jetzt natürlich viele Konzerne ihre Milliarden daraufhin verwenden werden, diese Leute so gut es geht zu bestechen und da wieder Einfluss drauf zu nehmen, weil die Daten, weil diese Personen jetzt zu gewinnen, ist natürlich jetzt unheimlich wertvoll für die Konzerne, wenn die weiterhin versuchen wollen, noch mehr an Geld ranzukommen. Das sind nicht so Schwachpunkte, ne, Herr Wagner? Ja, sagen Sie mal was dazu. Ja, gerne, gerne. Ich kann die Problematik mal versuchen, so ein bisschen in andere Worte auch zu kleiden, um das Gespräch dadurch anzuregen. Also im Grunde genommen, wir haben ja an ein paar Stellen schon gehabt, wo die Frage ist, ist das System noch zu eng? Also zum Beispiel, ob diejenigen, die halt die alte Verfassung wollen, keine Veränderung, ob die berücksichtigt werden. Sonst haben wir die Mehrheit vielleicht von Anfang an schon ausgeschlossen. Und genauso diejenigen, die sagen, die ganze Verfassung sollte unter das Gemeinwohlökonomiekonzept von Felber gestellt werden, weil wir verstehen das so als den allgemeinen Rahmen. Und das ist nicht so konkret, dass da was anderes Allgemeines nur drüber stünde, sondern das ist der allgemeine Rahmen, der sollte als, was weiß ich, in die ersten Artikel der Verfassung so reingepropft werden. Dann jetzt die Frage, wie werden die Wähler halt zusammengesetzt? Bisher Parteien bestimmen Kandidaten. Nun sagt die Frau Grimmenstein, nein, das soll schon auch von der Bevölkerung in freierer Weise durchführbar sein, welche Kandidaten da jetzt kommen. Herr Dillen sagt korrekt, wie nehmen wir aber trotzdem raus, dass da die Korruptionsgefahr drin steckt, dass dann doch manipuliert wird, welche Kandidaten am Ende die Entscheidungen durchzuführen haben. Ich sag mal so, mir erscheint jedenfalls sehr hoffnungsvoll von der Frau Grimmenstein, dass sie sagt, sie will auf jeden Fall, dass der Wettbewerb der Ideen nicht verhindert wird oder dass dadurch zu enge Festlegungen an dem Wettbewerb der Ideen es vorbeiginge. Ich glaube, da könnte vielleicht ein Lösungsschlüssel drin liegen, über den wir nochmal nachdenken könnten. Und als kleinen Kick, konkreten Kick, ich habe ja deshalb in diese Idee des freien Argumentekulturforums als wichtigsten Mechanismus eigentlich die Idee mit integriert, dass es einen Aufschreibereich gibt, wo sobald es so ist, dass man die Befürchtung hat, dass mit Korruptionsmitteln irgendwas durchgesetzt wird, ob Personenbesetzungen oder inhaltliche Standpunkte, dass jeder, der das mitkriegt, sozusagen den roten Notfallknopf drücken kann und dass dann ein gesamter Bewusstseinsprozess der Gruppe darauf schaut und prüft, ob es passiert und ob und wie man es verhindern kann. Also jedenfalls die Wachsamkeit wäre dann als Grundmechanismus mit eingebracht, um zu schauen, es darf nicht wieder Willkür und Korruption sein. Ja. Andererseits muss auch für die Abgeordneten definitiv das Nebenverdienst, das haben wir auch drin, definitiv verboten werden. Und das ist zurzeit nicht verboten. Ja, und Herr Wagner, aber zu Ihrem Punkt noch, gell? Ich meine, liebe Teilnehmer, gell? Sie machen Einspruch, wenn wir wieder zur ganz strengen Zeitordnung zurückkommen sollen, denn im Moment machen wir halt so ein bisschen nach Freischnauze, aber wenn jemand sich dran stört und will, dass wir wieder ganz streng zur Ordnung zurückkommen, bitte sofort melden, gell? Aber meine Bemerkung dazu ist zum Beispiel gerade diese Vorschläge mit den Kammern und auch diese Vorschläge mit Politiker, begrenzte Amtszeit und so weiter, die müssten doch mal kontrovers diskutiert werden in Talkshows. Und das bieten wir ja hier auch heute an, dass wir sagen, wir würden gerne mal, dass auch kontrovers diese Sachen diskutiert werden und nach den freien Argumenten, welche Argumente sprechen davor. Ich mache mal nur ein Beispiel. Zum Beispiel von unserer GWO würde dann argumentieren, es bringt uns überhaupt nichts, wenn ich die Amtszeit der Politiker begrenze. Dann müssen die halt innerhalb von 4 Jahren schon bestochen werden oder innerhalb von 8 Jahren bestochen werden. Das bedeutet dann für die Wirtschaft nur, dass sie kräftiger den Geldbeutel zucken muss. Sondern und außerdem wirft man dann Politiker raus, die vielleicht auch nach 20 Jahren immer noch brillante, menschenfreundliche, gemeinwohlorientierte Politik machen würde, sondern unsere Lösung ist ja ganz brachial, ganz anders. Aber das müsste eben kontrovers diskutiert werden in Talkrunden, die auch dann allen zugänglich wären. Und zwar eigentlich idealerweise nicht nur den Teilnehmern der der verfassungsgebenden Versammlung, sondern der ganz großen Öffentlichkeit nach Möglichkeit zur Verfügung stehen sollten. Und diese Talkshows, da könnte dann zum Beispiel diskutiert werden, ob die Kammern nicht eigentlich nur hochbürokratische Krücken sind,
anstatt das zu tun, was helfen würde. Nämlich gucken Sie mal, ob es meine Frage geht dann auch gleich an Sie, Frau Krimmenstein. Hätten wir denn überhaupt noch irgendwelche Probleme mit den Politikern, wenn wir einmal die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme hätten, wenn wir den Ministerpräsidenten quasi Kanzlervollmacht geben würden, sodass sie also wirklich das Land wirklich völlig frei gestalten dürfen und also quasi Bundeshoheit jedem Bundesland geben würden und dann eben wir messen, der Bundeswahlleiter misst, wie entwickelt sich Wohlfühlstimmen der Wählerinnen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wohlstandsdaten in diesem Bundesland unter diesem Ministerpräsidentin verglichen mit dem anderen Bundesland und mit den anderen 15, 16 Bundesländern verglichen. Und die Rangliste, die daraus resultiert, die zwingt doch jeden Politiker nur noch eins im Sinn zu haben. Gemeinwohl, 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 Gemeinwohl. Denn nur wenn ich Wohlfühlen verbessere, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand meiner Bevölkerung verbessere, nur dann werde ich jemals wiedergewählt, weil die Bürger das ja jeden Tag in der Tagesschau sehen können, wo ich in der Rangliste stehe. Und wenn meine Koalition, CDU, was weiß ich, CDU, Grüne, wenn die Wohlfühlstimmen der Wähler in diesem Bundesland in den Keller gehen, dann wählt mich doch kein Mensch mehr. Also ich würde sagen, alle Unarten der Politiker, die wir ja gewohnt sind, all diese korruptionsartigen Unarten der Politik, die würden doch sofort aufhören mit solch einem, wir nennen das auch Stiftung Warentest-Prinzip für die verschiedenen Ministerpräsidenten. Ich muss in jedem Beruf eine vernünftige Ausbildung nachweisen. Das einzige Ort, wo die Politiker das nicht nachweisen müssen. Und die Themen sind so komplex, worüber sie entscheiden sollten, dass ich eine bestimmte Fachwissen schon verlange. Ja, aber Frau Krimmenstein, Sie machen jetzt wieder eine ungeheure Komplikation. Sie verlangen, dass irgendjemand entscheidet, ob dieser Mensch eine ausreichende Grundausbildung hat, um als Politiker tätig sein zu dürfen. Wir messen einfach zum Beispiel die GWO, jetzt unser Gegenargument wäre jetzt, dass wir einfach messen, ob dieser Politiker Talent hat, auch wenn er gar keine Ausbildung hat, und ob die Wirkung auf das Gemeinwohl positiver ist als bei anderen oder schlechter ist als bei anderen. Und dann ist es mir doch egal, was der für eine Ausbildung hat. So ähnlich wie bei der Naturheilkunde. Es ist mir doch egal, ob ein Heilpraktiker das gleiche Studium hat wie ein Arzt, wenn er Erfolg hat und Gesundheit fördern kann, dann ist mir das doch egal. Und genauso denke ich, es ist ein Fehler, bürokratische neue Dinge man soll sie diskutieren, diese Vorschläge. Aber jetzt zum Beispiel bürokratisch festlegen zu wollen, welche Mindestausbildung ein Politiker haben müsse, anstatt das Ergebnis zu messen, das Ergebnis unser oberster Spruch lautet, mess doch einfach am Endergebnis, ob er den Leuten gut tut. Und deswegen sind auch viele Organisationen, wir haben viele Organisationen, viele Initiativen, die praktisch zu den verschiedenen Fachrichtungen dann ihre Kandidaten schicken können. Ja, aber wenn zum Beispiel diese Organisation, NGOs und andere Organisationen, wenn die jetzt aber nun Kandidaten schicken, dann haben die, jede dieser NGOs hat bestimmte Interessen und hat bestimmte Ziele und bestimmte Einseitigkeiten und so weiter. Wie ist da gewährleistet, dass es... Die Parteien haben das auch. Ja, und wie ist aber jetzt da gewährleistet, dass es wirklich um eine repräsentative Vertretung der Bürger handelt? Sie müssen praktisch wie Sie sagen, die Talkshows sind sehr gut dafür, dass sie sich auch für die Wählerinnen und Wähler vorstellen. Ja. Aber die müssen praktisch von allen möglichen, nicht nur von den Parteien gebracht werden. Also wir müssen versuchen, eine neue politische Kultur praktisch zu erzeugen. Und das haben wir momentan nicht. Ich greife mal ein bisschen übersetzend wieder ein. Also der Herr Dillen hat so in die Richtung gesprochen, auch wenn Leute sogar eine gewisse Fachkompetenz hätten oder sie werden von NGOs geschickt, die sagen, der hat ja eine besondere Fachkompetenz, das besagt ja noch nicht, welche Interessensverzerrungen dahinter stehen. Also ob jetzt von dieser NGO oder es kann ein hochkompetenter Fachmann da sein, der wird von Esso geschickt oder von Daimler-Benz und so weiter. Und die andere Frage ist also,
Wie ist es, wenn man das kritisch durchleuchtet? Worauf käme es wie sehr an? Wonach würden die Menschen gehen, wenn es darum geht, jetzt dann in Gräte oder in Gremien irgendwie Menschen dann hineinzuwählen? Und ich glaube, wir haben eine schöne Einigkeit, weil wenn ich das jetzt so richtig heraushöre, ist auf jeden Fall klar, da müsste es die ganz radikal offene Diskussion drüber geben. Da müsste es die Talks geben. Ich sage immer gerne das Freie Argumente-Kulturforum auch mit dabei, schriftlich. Und da müsste über alle diese Fragen gesprochen werden. Wie wichtig ist Fachkompetenz? Wie wichtig ist zum Beispiel Vertrauen in die Nichtkorruptheit eines Menschen? Und wie könnte man die feststellen? Oder wie kann die Bevölkerung das feststellen? Aber auch der Punkt, was der Herr Dillen gesagt hat, wie sehr kann man nach dem Prinzip, wer heilt, hat Recht, schauen einfach, dass das, was die Politiker dann machen oder Ob die die im Recht sind, Ergebnisse stimmen. dass die Ergebnisse stimmen, genau. Und wenn man die Ergebnisse gut messen kann, ist das ja auch eine große Hilfe. Und man muss nicht groß graben im Innenleben des Politikers, was treibt denn jetzt vielleicht auch in Korruptionsmotiven, sondern man kann einfach sehen, funktioniert's. Also das sind dann alles Sachen, die könnten völlig offen diskutiert werden und da müssten bestimmt dann auch Experimente gemacht werden, was funktioniert wie gut, dass am Ende wirklich alle ohne Korruption sich wohl damit fühlen. Ja, aber sagen wir mal, wir haben schon blockiert, dass sie überhaupt Nebenverdienst, null Nebenverdienst haben dürfen. Ja, null, definitiv null, ne? Also wenn sie was haben sollten, sofort weg damit, ja. Also das dürfen sie nicht, weil heutzutage können sie alles möglich haben. Und wir haben jedes Jahr praktisch diese wechselnde, ausgeloste Bürgerräte, wir haben den auf viel höherem Niveau. Ihr stellt diese Bürgerräte, die jedes Jahr ausgelost werden sollten, das ist auch ein Vorschlag, dass nicht nur beraten, sondern praktisch, dass sie alles mitstimmen in Parlamenten. Also die werden nicht gewählt, sondern die Bürger sind ständig da, ständig definitiv da in dem Parlament, da sitzen sie drin, auch dieser Jugendrat mit Stimmrecht sitzt drin. Und noch dazu, das gibt es definitiv, diese Volksinitiative, wo jedes Jahr, zu jeder Zeit praktisch jeder Politiker von seinem Amt enthoben werden kann. Also kann sein Amt verlieren. Ja, also diese Bürgerräte, da gehe ich gleich drauf an, aber erstmal halte ich fest, was Herr Wagner gesagt hat. Ich glaube, das ist zentral. Es geht nicht darum, sich jetzt in so einer Talkrunde, wie zum Beispiel jetzt, für irgendeinen der Vorschläge zu entscheiden, sondern es geht nur darum, dass es doch sinnvoll wäre, wenn diese Vorschläge argumentativ vertreten von ihren Urhebern jeweils in Talkrunden, die wir jederzeit täglich durchführen könnten, ja, von der Technik her. Sie sehen es, wir haben alle Technik der Welt, die dafür nötig ist. Und wo dann eben sozusagen wirklich eine ganz transparente Diskussion stattfindet. Und das ist das A und O. Und Frau Ja, das ist Grimmenstein, das das A und sollten O, wir, finde ich auch. das bieten wir an, dass wir mit unserer Technik jedenfalls, und es gibt ja auch andere, die Technik zur Verfügung haben, dass wir regelmäßig solche Talkrunden machen. Denn ich sage Ihnen jetzt gleich noch mal eins zu der Bürgerräten. Denn bei diesen, die sind sehr beliebt, diese Konzepte der Bürgerräte. Es gibt aber ganz riesige Einwände gegen diese Konzepte. Denn Sie sagen eben Bürgerräte. Nehmen wir an, 1000 Leute, die gelost werden. Ja, das heißt also gelost werden. Das heißt, der Bundeswahlleiter müsste hingehen und also quasi aus allen Gruppen, aus denen der Gesellschaft, aus denen sich ja die Gesamtbevölkerung oder die Gesamtwählerschaft zusammensetzt, ja, da müsste er jeweils zum Beispiel einen Vertreter aus dieser Gruppe müsste quasi benannt werden und dann, und jetzt passiert Folgendes, Frau Grimmenstein. Nur ein Teil der Leute wird sich die Zeit nehmen können. Viele Leute sind mitten in einem entscheidenden Karrierephase und werden sagen, nee, an diesem Bürgerrat nehme ich nicht teil. Und dann ist das sofort so, dass jeder sagt, das müssen wir vors Verfassungsgericht bringen, das ist nicht mehr repräsentativ, das ist verzerrt. Dann entscheiden nur die, die Zeit haben, zum Beispiel sehr viele Arbeitslose zum Beispiel, entscheiden dann in den Bürgerräten über meine Zukunft und das ist verfassungswidrig und ich möchte nicht, ich darf nicht gezwungen sein, dass ich meine Karriere opfern muss, um dann mal 3 Monate im Bürgerrat tätig sein zu müssen. Und da wird es Beschwerden geben, das werden viele Wähler nicht mitgeben. Frau Mesis Mann, Frau Mesi, das müssen Sie gleich mal sagen, wie
er das sieht. Aber ich glaube nicht, dass er zustimmen würde, dass es für ihn verpflichtend werden soll, wenn er die Wahl auf ihn als Bürgerratsmitglied das Los fällt, dass er dann auch wirklich Ja sagen muss, sondern er würde dann vielleicht sagen, habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann ist es nicht mehr repräsentativ. Das kann man natürlich, kann der Bundeswahlleiter noch gucken, dass er noch jemanden aus der Gruppe nimmt. Aber es kann dann sein, dass bestimmte Gruppen dann unterrepräsentiert sind in diesen Dingen. Und deswegen sage ich jetzt wieder, unser Gegenvorschlag, jetzt für der GWO, warum so kompliziert? Warum messen wir nicht die Leistung der politischen Instanzen an ihrem Endergebnis? Erzeugen sie Steigerung des Gemeinwohls oder schaden sie dem Gemeinwohl? Das kann man messen. Und andererseits, tut mir leid, eine Demokratie funktioniert nur mit der Aktivität der Bürgerinnen und Bürger. Diese schlafenden Bürger haben wir schon die ganze Zeit gehabt. Ja, aber das die ganze Zeit gehabt, schön. Und eine Demokratie kann nur dann leben, wenn die Bürger aktiv mitwirken. Aber zum Beispiel Frau Mesli erzählt mir immer wieder von ihrem Ehemann, der sagt, ich möchte aber von niemandem gezwungen werden, mich mehr mit Politik zu beschäftigen. Das reicht doch, wenn ich alle paar Jahre zur Wahl gehe. Das reicht doch, sondern verstehen Sie, wenn man sowas hat, wie Wohlfühlstimme. Tut mir leid, zu wenig. Wissen Sie, zum Beispiel sowas wie die Wohlfühlstimme kostet alle 3 Wochen 5 Minuten. Die abzugeben, ja, für den Bundeswahlleiter, dem sie zu schicken. Zum Beispiel so ähnlich, wie man das beim Online-Banking macht oder egal wie, also, oder man kann das am Terminal im Supermarkt, kann man seine Karte eingeben und dann schickt, anonymisiert wird dann die neue Wohlfühlstimme dem Bundeswahlleiter geschickt und so weiter. Das dauert 5 Minuten und das alle 4 Monate ändert sich vielleicht mal im Leben eines Menschen was und er fühlt sich, schlechter oder besser als vorher. Und das gibt man in 5 Minuten durch und dann brauche ich nicht 3 Monate in einem Bürgerrat zu sitzen. Ich greife aber mal wieder ein, um den Punkt, den eigentlichen Meinungsdissens noch ein bisschen rauszukristallisieren, weil ich glaube, der lohnt sich weiter diskutiert zu werden von euch. Also im Prinzip sagt der Herr Dillen jetzt weiter, wer halt hat recht, wir gucken auf die Effektivität, wo kommt die Funktion richtig raus, tut den Menschen gut, dann brauchen wir nicht groß zu wühlen, was ist jetzt bei den Gremien oder in den Politikern, was spielt sich da ab? Oder inwiefern sind in den Bürgerräten wirklich alle da? Oder sind zu sehr mit ihrem Tellerrand oder ihrer Jobarbeit abgelenkt? Oder zu einseitig besetzt, weil die Leute wohl nicht zwingen wird wollen, an einem Bürgerrat teilnehmen zu müssen? Naja, warten wir. Die Frau Grimmstein sagt dagegen, also ohne aktive Bürger funktioniert keine Demokratie. Und das ist nicht einfach nur so ein Mechanismus, der dann funktioniert. Ich gebe auch mal zu bedenken. Ja, aber Herr Wagner, nur kurz als Zwischenimpuls noch. Sie müssen ja immer bedenken, dass die Wählerinnen diese neue Verfassung zustimmen werden. Und wenn 50% der Bevölkerung sagen, das ist mir zu viel Arbeit, dann will er diese Verfassung gar nicht. Und dann ist ja die Verfassung durchgefallen. Genau. Und sagen wir mal, es wäre so, dass wir da nur die Funktion haben und gucken, wie geht es den Bürgern, wie sagen die ihre Wohlfühlstimme. Und wir brauchen da nicht groß drauf zu achten, welche Politiker, ob jetzt in Bürgerräten oder irgendwie anders gewählt, die Wohlfühlstimme, den Mechanismus der Wohlfühlstimme so lenken. Wer sagt uns denn, dass dieser formale Mechanismus, dass die Stimmen der Bürger abgefragt werden, dass da nicht eine Lobbygruppe sagen kann, oh, die gucken nur noch drauf, was bei den Wohlfühlstimmen auskommt, aber gucken nicht mehr auf die Stimmen auszählen oder die den Wahlmechanismus jetzt aufrechterhalten. Da schicken wir unsere Lobbyagenten rein. Und die verfälschen jetzt zum Beispiel die Stimmen und machen alles Mögliche. Und die anderen gucken ja nur, was kommt bei den Stimmen raus und haben übersehen, dass wir die Wölfe im Schafspelz an die politischen Leitungsstellen geschickt haben, die absolut nicht vertrauenswürdig sind, die ganz für die Lobbyinteressen arbeiten und die missbrauchen den Apparat. Was würde verhindern, dass, wenn die Wohlfühlstimme erstmal scheinbar gut funktioniert, Leute an die Schalthebel kommen, die sagen, ja, dann machen wir uns zu Diktatoren und schalten auch die Wohlfühlstimme. Es ist sogar noch viel schlimmer. Es könnte nämlich sein, dass bestimmte Firmen versuchen, Supermarktleiter versuchen, versteckt Drogen in ihre, die zumindest für eine bestimmte Zeit ein Wohlfühlen künstlich erzeugen. Das schlägt sich in den Wohlfühlstimmen nieder und dann nimmt der Supermarktleiter das dadurch schwindelnde Geld mit und geht ins Ausland und geht flüchtet, bevor er ins Gefängnis kommt für seine Drogenfuscherei. Das muss man schützen. Da muss man erstens
lebenslängliches Gefängnis mit Feststellung besonderer Schwere der Schuld für solche Taten. Und auf der anderen Seite muss es dann bei denen, die in den Ranglisten oben sind, bei den Supermarktleitern, muss auf Drogen hin untersucht werden, muss gemacht werden. Es ist so. Und dass ob der Bundeswahlleiter, dass die Mitarbeiter des Bundeswahlleiters sind allerdings auch jetzt schon natürlich immer Ziel von Bestechungsversuchen der Industrie. Denn wenn es gelänge, die Wahlergebnisse zu verfälschen, dann hat man ja direkten Zugang. Aber das heißt, unser Konzept lautet deswegen ja auch unbedingt, dass der Bundeswahlleiter, dass das Bundeskriminal, also eigentlich jeder, der beim Bundeswahlleiter in den statistischen Auswertungen arbeitet, muss über die linke Schulter einen Bundeskriminalamt haben, der guckt, dass da nichts Kriminelles geschieht, und über die rechte Schulter einen der weltbesten Statistiker haben, der sagt, pfuscht er jetzt nicht methodisch an der Statistikmethodik rum und so weiter. Und wir brauchen halt eine zuverlässige Instanz in der Welt. Wenn wir auf gar nichts uns verlassen können, sind wir tatsächlich verraten. Ja, aber ich finde, auf eine Instanz zu bauen, ist zu wenig. Das ist ja. Das ist eine Meinung. Eine Instanz zu wenig, das ist zu wenig. Da können wirklich auch, da wollen nur eine Instanz zu bestechen. Und damit habe ich schon gewonnen. Nein, nein, nein. Also die Bürger müssen immer stets eingreifen können. Ja, ich war ja noch bei meiner Übersetzung des zentralen Dissenses, und ich finde wichtig, dass wir uns erstmal alle jetzt wieder ins Bewusstsein rufen, auch wenn die Meinungen da scheinbar jetzt sehr auseinandergehen, dass wir im Wesentlichen diese Grundeinigkeit haben, Wettbewerb der Ideen, und wir müssen das alles gründlich diskutierbar machen. Also die freie Argumentekultur als Basis, und dann können wir die Knoten lösen. Also da sind wir einig, das darf nie mehr sozusagen außer Kraft gesetzt werden, diese offene Diskutierbarkeit, und das Schauen danach, wo sind am Ende die stärksten Argumente. Und jetzt stehen sich halt gegenüber, dass der Herr Dillen sagt, diese Korruptionsgefahr, die muss durch Kontrolle, ob Polizist oder Statistiker oder eine Instanz, die danach schaut. Und hohe Strafandrohung. Und hohe Strafandrohung. Hohe Strafandrohung, ja. Ja. Und die Frau Grimmenstein sagt, eine Institution, die da aufpassen sollte, die ist ja am meisten korruptionsgefährdet. Und da haben wir eine sehr geringe Sicherheit, dass das nicht schiefgehen kann. Und ich gebe jetzt nur als Anregung für die Diskussion noch mit rein. Natürlich könnte man von der Basis ja überlegen, dass auch bei Leuten, ob jetzt in Bürgerräten oder irgendwelchen Gremien, halt irgendwelche Politiker, dass man nicht nur auf deren Sachkompetenz schauen müsste, sondern man könnte natürlich an der Basis auch soziale Bezugsgruppen bilden, in Klammern, mit Schmunzeln, ich nenne das dann die Kommune, wo die Menschen so miteinander Kontakt haben und so enge Verbundenheit haben, dass sie als ihre Sprecher in Sprecherräte besonders vertrauenswürdige Leute wählen. Das heißt, wir hätten ein Vertrauenskriterium, sogar vielleicht als entscheidendes Kriterium, von der Basis, von überall, und die Gremien, die sich bilden würden, wären vor allem getragen von der Prüfung dieser Vertrauenswürdigkeit. Ja, das ist natürlich sicherlich eine Möglichkeit, das noch zu erweitern, aber es ist noch viel, Frau Grimmenstein, ich komme Ihnen jetzt gerade sehr entgegen, denn das ist ja auch der Grund, warum wir und Frau Mesli zum Beispiel als Mitglied von der Partei Die Basis ganz stark mitgearbeitet hat an der sogenannten, den 6 Kettengliedern der Basisdemokratie. Wenn Sie nämlich sagen, zu Recht, dass nur die Wohlfühlstimme und nur der Bundeswahlleiter, der die Wohlfühlstimme auswertet, Ihnen zu anfällig wäre. Wir haben ja noch insgesamt sechs Elemente, wie man quasi da noch mehr Sicherheit reinbringen könnte. Und zwar, neben der Wohlfühlstimme könnte man Volksentscheid Wahlprogramme anregen, das heißt, das würde bedeuten. Volksentscheid haben wir schon heftig drin. Ja, also das ist ja ganz wichtig. Und Volksentscheid Wahlprogramm kennen Sie vielleicht noch nicht. Das bedeutet, dass es zum Beispiel, dass eine Partei in Zukunft den Wählern eigentlich so immer sowas anbietet, wenn ihr uns wählt, kriegt ihr den und den Volksentscheid nach der Wahl, und da habt ihr zum Beispiel 5 Varianten von Gesundheitsreform zur Auswahl, 5 Bildungsreformen zur Auswahl, 5 verschiedene Vorschläge zur Auswahl, und ihr dürft dann wählen. Das ist ein Sicherheitsmechanismus, weil dann sehr vieles auch über Volksentscheide gemacht werden kann. Ja, das würde uns nochmal schützen.
wäre es auch total wichtig, dass das Volk ständig Initiative ergreifen kann. Genau. Ständig. Dass das Volk ständig Initiative ergreifen kann, würde wieder gehen. Allerdings wäre dann wieder der Bundeswahlleiter leider ein bisschen beteiligt. Oder wir müssten zumindest irgendeine, dann vielleicht können wir ja eine außenstehende Instanz noch gründen, die nicht beim Bundeswahlleiter ist, aber auch im Staat ist, irgendwo verankert, zum Beispiel beim Verfassungsgericht verankert ist. Und die stellen zum Beispiel sogenannte Vorwahlen-Mini-Volksentscheide her. Das heißt also, die stellen die repräsentativen Wählerstichproben vor, also rund um das Verfassungsgericht zum Beispiel. Und dann finden sich 500 WählerInnen in einem Bürgerhaus ein oder in einer Online-Konferenz, je nachdem, wie das technisch lösbar ist. Und dann passiert Folgendes. Erstens, neue Leute, die sagen, ich bin als Politiker besser als all die anderen, die vorher da sind oder die jetzt schon da sind, die können zum Beispiel jeder, was weiß ich, jeweils 10 Minuten reden, zum Beispiel 4 Bewerber in einem Duell gegeneinander, die können, also man kann sich quasi ohne die Parteien, ohne die Korruption in den Parteien, sich direkt bewerben, quasi bei der Bevölkerung, ob die einen für einen Politiker halten, der also sozusagen was erreichen sollte. Und dann kann man so neue Reformer hochwählen und die dürfen dann zum Beispiel nach einem Jahr in einer Neuwahl gegen den amtierenden Ministerpräsident zum Beispiel eines Landes antreten und können versuchen, ob sie besser sind als er, ja, sozusagen. Und dann könnte man in diesen Mini-Volksentscheiden, den sogenannten Vorwahlen-Mini-Volksentscheiden, auch die Themenfestlegung und auch die Entscheidung bezüglich Volksentscheiden machen, sodass man auch mal nicht immer einen riesen Volksentscheid braucht, sondern diese repräsentativen Wählerstichproben könnten ja auch die Themen für die nächsten Volksentscheide festlegen, per Vorschlag und Entscheidung. Das sind ja immerhin 500 repräsentative Wählerinnen dann, ja. Und die Entscheidung bezüglich Volksentscheiden, Dinge, wenn man nicht wegen jeder Kleinigkeit einen riesigen Volksentscheid machen will mit 50 Millionen Menschen, dann könnte man mit diesen 500 Menschen auch bestimmte Volksentscheide entscheiden. Und wenn zum Beispiel das Ergebnis sagt, für Ja oder für einen bestimmten Vorschlag, was weiß ich, 70%, für den anderen 30%, dann kann man sich den teuren, großen Volksentscheid normalerweise sparen, weil das Ergebnis dann bei einer einigermaßen repräsentativen Wählerstichprobe völlig ausreichend präzise ist, 70 zu 30, da wird sich nichts mehr ändern, auch wenn dann vielleicht irgendwann rauskommt 60 zu 40. Ne? Das ist ein Vorschlag. Dann gibt es noch die Lass den Herrn Dillen mal zeitmäßig weiter erklären, bis er sein Konzept vorgestellt hat. Ja, die Medienreform zum Beispiel, die Medien absolut werbefrei zu machen, damit die Konzerne nicht die Journalisten kaufen über die Werbespots. Das ist ja jetzt Realität. Der Journalist arbeitet ja nach dem Prinzip, wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Das ist eine Evolution entstanden, dass nur Journalisten, die sich nicht anlegen mit den Werbekunden, Karrierechancen hatten. Und deswegen haben wir lauter konzernfreundliche, pharmafreundliche, medizinkonzernfreundliche Journalisten in den Medien und die machen nichts anderes als Werbung für Medizin. Die Medien sind auch alle im Privatbesitz. Genau. Und alle Privatbesitz. Aber auch die staatlichen, da entscheiden die Werbegelder darüber. Also quasi indirekt ist es so, die Konzerne mit ihren Werbespots zahlen auch in ZDF und ARD ungefähr ein Drittel oder so des Gehaltes jedes Journalisten. Also legt man sich mit den Konzernen nicht an, besser. Ja, und sind sie total auf der Parteilinie, ne? Genau. Das und kommt doch dazu. Das vom Partei, Mitläufer. Weil die da auch noch was zu sagen haben, die sogenannte politische, wie nennt man das nochmal, diese Einflussnahme, dass die Parteien, sitzen im Aufsichtsrat und das geht nicht. Ja, die sitzen überall. Das geht nicht, ja, sowas. Also werbefrei und die Aufsichtsräte durch Parteien, das muss ganz anders gelöst werden und dann muss es so sein, aber unsere Lösung zum Beispiel geht wieder, natürlich wieder so weit, aber auf jeden Fall müsste es dann so sein, dass 50% Stimmrecht für neue Mitarbeiter geschaffen wird mit Gegenmeinung, dass also genau die Journalisten, die es genau ganz anders sehen als die bisherigen Journalisten und als die Konzerne, dass die in die Medien rein müssen und die kriegen 50% der Stimmhoheit, sodass es dann in Zukunft keine Sendung mehr gibt, in der nicht beide Seiten der Medaille beleuchtet werden.
Ja, da muss man jetzt sagen, wirklich diese alternativen Medien, die werden praktisch von ihren Abonnenten oder sowas finanziert. Und da steht immer praktisch über 100, 200.000, halbe Millionen Leute, ne? Ja. Und vielleicht der letzte Vorschlag, ich lese nicht alles vor, was hier auf unserem Zettel steht, den auch Frau Mesli zusammengefasst hat, sondern nur noch die Reform der 5%-Hürde. Bis jetzt haben wir ja das Phänomen, dass die großen Parteien alles andere unterdrücken an Neuparteien, weil die, wenn für eine neue Partei 4,9% der Stimmen abgegeben werden, werden die in den Mülleimer geworfen. Und dadurch, haben die anderen, die Altparteien, praktisch mehr davon. Und das heißt also genau das Gegenteil dessen, was die Wähler eigentlich wollten, wird dadurch erzeugt werden. Und deswegen sagen wir, in der Verfassung muss eine neue Art der 5%-Hürde drin sein, nämlich keine Stimme mehr geht verloren, denn die Partei, die gewählt wird, wenn die unter 5% reicht, kann sie vorher festlegen beim Bundeswahlleiter, an welche andere Partei diese Stimme dann gehen wird. Die Parteien generell, das Parteisystem muss in diesem Sinne weg. Das muss weg, muss für alle Gruppierungen die Möglichkeit geben und Möglichkeit geben, auch für 200 Bürgerinnen können sie zusammentun und können praktisch Abgeordneten empfehlen. Also diese Parteigeschichte muss weg. Ja, Parteien sind an sich schon eine Krankheit, haben Sie vollkommen recht. Aber die Parteien schon von Struktur her totalitär sind. Ja, und deswegen... Totalitär sind und das kann ich also praktisch nicht mehr. Muss jeder die Möglichkeit haben für dahin ihre besten Leute hinzuschicken. Und zum Beispiel das würde jetzt bei der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung GWO jetzt eben wieder in diesen Vorwahlen Mini-Volksentscheiden gemacht werden, dass Sie und jeder andere oder auch ein Vertreter einer Gruppe einfach sich einer repräsentativen Wählerstichprobe stellen kann. Und wenn er dort gewinnt und wenn er dann auch irgendwann tritt er an gegen den Amtsinhaber und wenn er das gewinnt, gibt's Neuwahlen. Fertig. Und damit hat man, dann sind die Parteien entmachtet. Und das ist auch unser Ziel. Das halten wir auch für sinnvoll. Bei uns steht total daneben, Abgeordneten können von jeder Gruppierung genannt werden und die Wählerinnen und müssen sich praktisch vor dem, ist egal wer die schickt, von den Wählerinnen müssen sie sich qualifizieren. Ja, und das ist das. Ich bin sehr müde. Ich werde die nächste Zeitspanne hier rausgehen. Ich möchte mich bedanken. Ich habe mir Fragen aufgeschrieben, die ich an geeigneter Stelle nochmal stellen werde. Ich fände es sehr interessant, Frau Grimmstein, was dabei rauskommt, wenn Sie sich genauer mit Dillens Vorschlägen auseinandersetzen und umgekehrt. Ich würde mich freuen, Sie öfter erleben zu können mit Ihren Ansichten und Leidenschaften. Also ich muss sagen, ich werde hier nicht bestimmen, sondern es geht nach den Vorschlägen von den Bürgerinnen und Bürgern, ja? Genau, das Herr Eckenberger, das war ja das. Und wir sammeln die Vorschläge und versuchen wir jetzt fachkundige Kommissionen dafür zu gründen, die diese Vorschläge, was die Bürgerinnen und Bürger reingebracht haben, ordentlich verarbeiten. Darum geht es. Ich finde natürlich interessant, was Sie von Dillens Vorschlägen halten. Ich kriege nicht so oft mit, wenn er Leuten die detailliert unterbreiten kann. Aber es ist jetzt meine persönliche Leidenschaft. Ich danke reihum und wünsche alles Beste. Ich lasse noch ein bisschen an, aber bin nicht mehr direkt ansprechbar und gehe dann irgendwann raus. Ich sage mal als Moderator noch dann Dankeschön fürs Dabeisein und alles Gute. Und dieser Wunsch nach mehr Diskussion und Mitbekommen von Diskussionen, zum Beispiel zwischen dem Herrn Dillen und der Frau Grimmenstein, ich erlaube mir so ganz beiläufig zu sagen, dass das auch außerhalb der Talks in diesem tollen Superforum geschehen könnte, was wir haben, dem Freie Argumente-Kultur-Forum, wo das dann schriftlich ist, auch von sehr vielen Leuten gut mit angeschaut werden kann, wie da so die Ideen, der Wettbewerb der Ideen und der Argumente ausgeführt wird. Und es gibt ja auch die samstags 18 Uhr Telefonkonferenz, die kann man der Frau Grimmstein auch noch mal genauer auf die Nase binden, sage ich mal scherzhaft.
Und vielen Dank, Dylan, fürs Organisieren. Vielen Dank, Frau Mesli, für den Einsatz. Öffi, gut übersetzt. Frau Grimmstein, danke Ihnen tausendfach. Alles Beste, reihum. Ja, und gute Nachtruhe wünsche ich, gell? Ich muss um 4 aufstehen. Ja. Und also, um dann aber nochmal zu sagen, genau das, Frau Grimmstein, Sie haben vollkommen recht. Es geht jetzt nicht hier in diesem Gespräch und auch in möglichen anderen Talkshows, würde es nie darum gehen, eine Entscheidung zu treffen, sondern erst einmal die Argumente. Ich würde mir wünschen, dass es gelänge, einen Verfechter, zum Beispiel von Gradido, einen Verfechter von Gemeinwohlökonomie, einen Verfechter von Dreigliederung und einen Verfechter von anderen Konzepten und so weiter. Und dann mal aber argumentativ auszutauschen, welche Argumente sprechen pro und contra. Ja, denn zum Beispiel, jetzt haben Sie wieder eben gerade in Ihrer Bemerkung das Wort fachkundige Gremien. Wer entscheidet denn, wer fachkundig ist? Die müssen etwas Ahnung vom Geldsystem haben, ja. Sonst geht das nicht. Und wir versuchten jetzt also verschiedene Leute reinzutun. Also ich bin jetzt gerade dabei, also ja. Ich habe den ganzen Überblick nicht. Aber jedenfalls etwas Ahnung müssen sie schon von diesem Geldsystem machen. Und die müssen praktisch versuchen, diese Vorschläge, was die Menschen jetzt schon hereingebracht haben, weiß ich nicht, welche Vorschläge stehen da, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, anständig also einzuarbeiten als Artikel. Und wir haben definitiv vor, wenn also praktisch von einem Kapitel schon und einige Artikel, mehrere Vorschläge vorhanden sind, wollen wir wieder solche Online-Verfassungsdebatten durchführen über diese verschiedenen Vorschläge. Aber ist das nicht genau das, was Sie jetzt gesagt haben? Das habe ich ja mitgekriegt, das war ja im letzten Rundbrief, diese Geschichte, ja. Ist das aber nicht brandgefährlich? Wissen Sie, wir haben in der Psychologie, also oder bei uns hier im Weltrat, einen ganz wichtigen Satz. Vorsicht, wo mache ich den Bock zum Gärtner? Ja, das heißt also zum Beispiel, wenn ich jetzt fachkundige Leute habe fürs Gesundheitswesen und ich nehme dann Ärzte, die sich auskennen so im Gesundheitswesen, dann habe ich immer das Problem, dass die Dinge empfehlen werden und vorschlagen werden, die am Ende wieder darauf hinauslaufen, dass es mehr Profit für Ärzte gibt. Zum Beispiel, ja. Und das heißt, unser Prinzip ist sogar eigentlich gerade, wenn zum Beispiel über das Bildungssystem entschieden wird und besprochen wird, dürfen eigentlich die Lehrer nicht mitreden, denn wir Bürger müssen doch entscheiden, wie wir das System gestalten wollen, damit die Lehrer uns Gutes tun. Oder wir dürfen doch nicht den Bock zum Gärtner machen und die Ärzte bei einer Gesundheitsreform mitentscheiden lassen. Da sehen wir doch, was bis jetzt rausgekommen ist. Wir haben die Pharmaindustrie mitentscheiden lassen bei den bisherigen Gesundheitsreformen und alles wurde zum Schaden der Bürger gemacht. Und deswegen so die Frage, das ist eben, alles sind so zentrale Fragen, wer entscheidet aus welcher Bauchentscheidung heraus, was sind fachkundige Gremien oder fachkundige Personen, die in fachkundige Gremien gesetzt werden? Wo ist da, Herr Wagner würde sagen, wo ist da Willkür im Spiel und damit eigentlich schon wieder das Demokratische ausgehebelt? Wir gehen immer raus, diese Kapitel möchten wir verarbeiten, ne? Und die Bürger sollen schon freiwillig melden, wer ist bereit, das mitzuverarbeiten. Und versuchen wir immer so Leute, so sechs bis acht bis zehn Leute, die praktisch die Bürgerinnen ihre Vorschläge einarbeiten müssen. Also die Bürgerinnen sollen schon sehen, dass ihre Vorschläge eingearbeitet wurden. Jetzt habe ich nur gesehen, zum Beispiel. Ich greife nochmal kurz ein wieder, kurze Übersetzung. Wir sind bei diesem Thema immer wieder heute Abend, ich denke, das fällt euch auch auf, wie sieht es aus mit der Vertrauenswürdigkeit? Reicht eine Sachkompetenz, zum Beispiel, dass jemand von Geld Ahnung haben muss, um über Geld mitzubestimmen? Wenn wir natürlich die Geldhaie dann haben, die meiste Ahnung haben, bestimmen sie auch nach der Logik des Geldes am Ende mit, also die Korruptionsgefahr, die der Herr Dillen ansprach, die da besonders groß sein kann. Also diese Frage, inwiefern ist da Sachkompetenz entscheidend oder was sind andere Vertrauenskriterien? Und wo ist Sachkompetenz gefährlich, weil man den Bock zum Gärtner macht? Ja, genau. Und wo gibt es mögliche Vertrauensmechanismen? Also dieses Thema begleitet uns so intensiv, dass ich denke, darüber müsste man nochmal eine eigene Sendung auch machen oder eben ein Thema da im Forum draus machen. Und ich hatte ja gesagt, das ist,
eine sehr breite Bandbreite jetzt an Lösungsvorschlägen. Im Forum gibt es diesen Notsignalknopf, wo jeder, wenn er das Gefühl hat, oh, da ist zwar ein Fachmann, aber der ist korrupt, draufdrücken könnte. Hier, Korruption, Korruption. Dass alle darauf achten dann und gucken und das bewältigen, aufarbeiten das Problem. Und es könnte bis dahin gehen, dass wir wieder neue soziale Bezüge unter den Menschen haben, wo sie überhaupt nach Vertrauenswürdigkeit gehen. Also nicht irgendein anonymer Mietblock, wo sich keiner kennt gegenseitig und auch keiner die Vertrauenswürdigkeit des anderen beurteilen kann, sondern wir wieder engere und gewachsene soziale Bezüge hätten, wo Vertrauen überhaupt so eine Rolle spielt und beurteilt werden kann aneinander. Alles total spannende Facetten. Lasst uns jedenfalls also den Wettbewerb der Ideen hochhalten. Jetzt schon praktisch solche Leute zu, so Leute, mit wem wir schon länger etwas zusammenarbeiten, persönlich etwas kennen. Also wir versuchen schon, diese nicht vertrauensvolle Leute praktisch auszuklammern, ja. Also das versuchen wir schon danach zu gehen. Der hat schon menschlich schon sehr viel engagiert bei uns und kennen wir schon, bringt er sich schon ein. Also, aber was ist dann der Unterschied zu einer Seilschaft in einer Partei? Was ist dann der Unterschied zu einer Seilschaft in einer Partei, wo sich die Leute auch kennen, Vertrauen zueinander haben und trotzdem alles letztendlich seilschaftsmäßig läuft? Verstehen Sie, der Herr Wagner und ich, wir sind natürlich als wissenschaftliche Denker, natürlich sehen wir natürlich, wo sich wieder auf dem eventuell die Brücke zu Gärtnern machen könnten, wo sich Leute einschleichen über Sympathie und so weiter und so weiter. Deswegen die Frage ist, ich erkläre es Ihnen mal so, Frau Kremmenstein. Ich habe diese Einladung ja bekommen, dass ich mich auch an den Geldthemen beteiligen könnte. Warum habe ich mich nicht gemeldet? Weil ich sage, wir müssen nicht an 10 Baustellen, 20 Baustellen gleichzeitig arbeiten und das dann in dem einen machen die einen Böcke sozusagen ihre Gärtnerprinzip und machen irgendwas, was ihnen Nutzen bringt, zum Beispiel die Geldsystem und Zinssystem Neuregelungsleute versuchen ihre Ideologie durchzudrücken, auch wenn gar nicht klar ist, ob das überhaupt dem Gemeinwohl dient oder nicht gar das Gemeinwohl sogar am Ende schädigt als paradoxe Effekte und so weiter, sondern eigentlich müssten wir uns doch mal darauf konzentrieren, was aus den ersten, sagen wir mal, Präambel, Artikel 1 bis 5, 1 bis 6, 7, 8, höchstens, aber dass erstmal geguckt wird, dass wir uns alle auf die Grundweichenstellung konzentrieren und da sollte dann das Geldsystem, sollte schon in den ersten 5 Artikeln der Verfassung überhaupt, das sollte da schon auch diskutiert, besprochen und dann am Ende auch von einer repräsentativen Wählerstichprobe oder von einem Volksentscheid ja dann auch entschieden werden. Denn wenn Sie sich jetzt so verzetteln, wenn man jetzt sich so verzettelt, dass sozusagen, Sie müssen sich klar sein, ein neues Geldsystem ist letztlich ein neues Gesellschaftssystem. Das ist keine Detailfrage, sondern das ist auch ein neues Wirtschaftssystem. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, das ist eine Kernfrage sozusagen. Das gehört aber diskutiert gleich am Anfang der Verfassung, nicht in einem hinteren Winkel der Verfassung, wo sich dann wieder irgendwelche Lobbyisten für bestimmte Vorstellungen oder Finanzhaie oder Nicht-Finanzhaie oder Finanzhasser sozusagen ihre, ja, sagen wir mal so, sich ihre Seilschaften aufbauen und dann wieder irgendwie ein Süppchen gekocht wird, eine Suppe gekocht wird sozusagen, sondern in den ersten Punkten der Verlassung müssen wir dann schon in den ersten 5 Artikeln müssen wir eigentlich kontrovers diskutieren, die verschiedenen Vorschläge. Und da gehört zum Beispiel auch schon das Geldsystem ganz nach vorne, weil es ist ein anderes Wirtschaftssystem. Die gesamte Gesellschaft würde sich ändern, wenn sie ins Geld eingreift. Ja, das Geld ist ein Angelpunkt, also eine Kardinalfrage, ja. Ist mir total klar. Ich weiß jetzt nicht, welche Vorschläge da sind. Es ist jetzt wichtig, dass definitiv von den Bürgerinnen und Bürgern, dass die Vorschläge jetzt erst einmal eingearbeitet werden. Also zum Beispiel der Gradido-Vorschlag, der muss irgendwo auch unter den ersten 5 Artikeln als Vorschlag auch mal reingebracht werden. Denn, ich sage Ihnen das nochmal so, zum Beispiel die einen haben ja bis jetzt reingebracht Vorschläge, dass sie für die Gemeinwohlökonomie sind und zwar im Artikel 2. Ja, zum Beispiel, ja. Und wir haben vorgeschlagen, dass es eine Mischung aus Gemeinwohlökonomie und GWO, also gemeinwohlorientierter Wirtschaftsordnung sein sollte als Grundlinie. Das ist, und daneben müssen wir können nicht festlegen. Da
das ist ganz klar. Ja, aber wenn Sie sich nirgends festlegen, dann kommt, macht am Ende jeder wieder, was er will. Und dann machen am Ende wieder die Konzerne mit uns, was sie wollen. Aber wenn Sie nur die Gemeinwohlökonomie, dann lehnen Sie für ein einziger Konzept sich fest. Ja, der Witz ist nur, nicht Sie, wir wählen, legen uns fest, sondern die Wähler entscheiden aus Geldsystem, also neues Geldsystem. Zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie hat sich ganz bewusst entschieden gegen einen Angriff auf das Geld, weil sie gewusst haben, dass wir dann eventuell einen sofortigen Wirtschaftszusammenbruch kriegen. Weil nämlich, wenn das Geld im Wert zerfällt, kommt dann zu einer sofortigen Fluchtbewegung. Alle Leute würden aus diesem Geld und aus diesem Staat heraus flüchten. Wir müssten sogar mal, manche sagen, wir müssten sofort eine Mauer bauen rund um Deutschland wie die DDR, weil sonst nämlich alle mit ihren Geldern sofort in ausländische Währungen flüchten würden und sofort in Gold flüchten würden und in Immobilien und so weiter. Und dass auch irgendwann niemand mehr Sachgüter verkaufen würde, weil er dann immer ein Geld bekommt, das dann ja dann schwindet. Und genau genommen ist es dann besser zu horten, was man an Gütern hat, auch wenn man sie eigentlich loswerden will. Aber dann verliert man ja so viel Geld. Ich wollte das nur sagen, Frau Grimmenstein. Wir müssen überhaupt nichts entscheiden. Die Wähler müssen entscheiden. Und die müssen die Diskussion und die Auswahlmöglichkeiten haben und müssen die freien Argumente hören. Nach dem Vorschlag, was es bisher drin ist, ja? Ja. Das denke ich mir auch so. Deswegen lasse ich jetzt auch diese vielen Vorschläge, sagen wir mal, alleine schon mal bei diesem ersten Kapitel sind 35 Seiten Vorschläge. Da muss irgendwer eingearbeitet werden, nicht? Wie Sie gesehen haben, aus der Präambel sind zig Stück schon entstanden. Und dann könnte man wirklich definitiv solche Debatten dann anbieten. Ja, bis jetzt wurden zum Beispiel im Präambelbereich 5 Gruppen gebildet aus den bisherigen Vorschlägen und die könnten jetzt die Wähler entscheiden. Ja, aber das hat wieder ein Manko, Herr Wagner, Sie werden mir zustimmen, das hat wieder ein Manko. Woher wissen wir, dass diese 5 Gruppen die einzigen 5 Gruppen sind? Ja, und dass es wirklich alle umfasst. Ja, das ist so ein Dilemma wieder, ja. Und deswegen ist es halt so, dass letztendlich zum Beispiel aus meiner Sicht müsste diese Geldzinspolitik-Änderung, also dieses neue Wirtschaftssystem, egal ob es Monetative heißt oder Credido heißt oder wie die alle heißen, die müssten als eine auch eine Präambelvariante schreiben, in der schon ihre Linie ihres Systems festgelegt wird, denn die GWÖ hat sich gegen Geldänderung entschieden. Wir von der GWO haben uns auch gegen jeden Eingriff in das Geldsystem entschieden, weil wir das Problem anders lösen können und müssen und nicht dadurch, dass wir eine riesige Flucht aus Deutschland auslösen, weil die Leute ein verfallendes Geld nicht mehr nutzen wollen. Und das ist eben der Punkt. Da ist der Punkt, das heißt also, wir müssen gucken, haben wir denn schon unter den ersten 5 Artikeln, ja, bis zum Artikel 5 oder so, haben wir denn da schon wirklich alles drin, was in der Gesellschaft da ist, an Varianten, an Vorschlagsvarianten? Erstens das. Da bin ich nicht sicher, dass wir da schon alles drin haben, aber wir haben die GWÖ, wir haben die Geldsysteme, aber die Geldsysteme zum Beispiel sind bis jetzt versteckt hinten in hinteren Artikeln, die gehören aber nach vorne, denn wenn Sie einmal... Das ist kein Problem, das gehört sich, also wir gucken jetzt, welche Vorschläge da drin sind. Ja? Die gehören nach vorne und die müssten diese Gruppe, da gibt's ja Leute, die da Fans von sind, die müssten jetzt einen eigenen Präambelvorschlag schreiben, der schon gleich in diese Richtung geht und dann Artikel 1 bis 5 in diese Richtung. Und dann hätten die Wähler die Wahl. Und wenn es aber so, wenn das so, im Moment war halt mein Grund, warum ich mich nicht gemeldet hatte, weil ich sage, die Verfassung muss die Wähler und die Journalisten schon mit den ersten Artikeln überzeugen. Wenn sie das nicht tut, nützt es nichts, wenn dann interessante Sachen in hinteren Artikeln erst kommen. Und deswegen muss das nach vorne, das mit dem Geldsystem muss unbedingt nach vorne. Das sehe ich kein Problem, aber wir sollen jetzt gucken, was die Wählerinnen und Wähler wirklich gewünscht haben. Denn ja? Frau Grimmenstein, wenn Sie am Geldsystem was ändern, dann ist das ein völlig neues Wirtschaftssystem. Das ist, totaler kann ein Wirtschaftssystem nicht sich ändern als zum Beispiel der Herr Felber mit der Gemeinwohlökonomie, ja, um nicht von uns zu sprechen. Der will ja quasi so eine Zwischenform zwischen Kapitalismus
Und Kommunismus will also quasi eine viel sozialere, echte Marktwirtschaft herstellen. Das ist ein Wirtschaftsmodell. Dazu traut er sich nicht an das Geld ran, weil er weiß, dass dann der ganze Staat zerfallen könnte. Und die andere Sache ist, jetzt müssten die Geldsysteme ihre Argumente bringen, wie sie es schaffen, dass es nicht zu einer riesigen Flucht aus Deutschland kommt, wenn sie in den Wert des Geldes eingreifen. Das notieren und für die Gruppierung auf jeden Fall das vortragen. Die sollen also praktisch jeden Fall die Bürgerinnen ihre Wünsche einarbeiten, ne? Ja, ich würde sagen, das Geldsystem, diese Leute, die da Fans sind, sollen unbedingt mal ihre Variante, ihre Vorschlagsvariante von Präambel bis Artikel 5 schreiben, denn da entscheidet sich ja, da werden ja die Weichen gestellt für alles Weitere. Und da muss das rein, denn das ist ein anderes Wirtschaftssystem. Ich sortiere mal wieder ein bisschen, wie wir gerade so diskutieren. Das eine ist die Frage, inwiefern Geldsystem oder eine Alternative zum Geldsystem und wie sind alle möglichen Vorstellungen, wie Geldsysteme sein können, mit erfassbar? Was gibt es da? Und die andere Diskussion ist, wie können wir sozusagen einerseits den vollen Pool an Alternativen sehen, andererseits aber auch sortiert dann da was herausziehen und konkretere Konzepte machen, dass wir nicht völlig zerschwimmen in der Vielfalt. Und ich glaube, das sind zwei Themenstellungen, die werden auch von ganz großer Bedeutung sein. Denn das eine ist, was sind inhaltlich eben die Alternativen und wie können wir sichern, dass alle Alternativen mit auf die Bildfläche kommen, ohne dass es in Unüberschaubarkeit zerschwimmt. Also es sind schon ein paar Lösungsansätze ja jetzt mit aufgetaucht. Also einerseits, ich muss da vielleicht der Frau Grimmenstein auch eine gewisse Sorge nehmen, weil ich hörte jetzt mehrmals heraus, dass sie denkt, der Herr Dillen will die NWÖ jetzt sozusagen zum allgemeinen Deck... Die GWO. GWO, ja, das ist der wichtige oder Punkt. GWO. Ja, der Herr Dillen ist ja gar nicht für die GWO vom Herrn Felber als dem Mantel, der über die ganze Verfassung gelegt werden soll, sondern er hat da ja eine alternative Vorstellung, nämlich die GWO, die da mit der Wohlfühlstimme arbeitet und so etwas. Aber die GWÖ und die GWÖ dürfen nur welche von mehreren Vorschlägen sein. Und genau. Aus diesen mehreren und ja, einer der Vorschläge genau. muss das und einer von den vielen Vorschlägen muss das Finanzgeschichte sein. Und am Ende müssen die Wähler entscheiden, ob sie generell eine am Ende zum Beispiel könnte es sein, dass man aus den GWÖs und GWOs eine Gruppe macht und aus den Finanzsystemen eine Gruppe macht und dann müssen die Wähler erstmal entscheiden, ob sie das wollen. Und ich sage nochmal, was der Ernst der Lage ist. Alle diese, korrigieren Sie mich, Frau Grimmenstein, aber alle diese Geldsysteme haben so etwas wie, entweder sie verbieten sowas wie Zinsen, ja, oder unterbinden sowas wie Zinsen, oder sie haben sogar den Schwundgeldcharakter, das heißt, dass das Geld, was sie auf dem Konto haben, dass dann die Frau Mesli, die, wenn sie 100.000 Euro in ihrem Leben angespart hat, hat sie dann ein Jahr später nur noch 50.000 Credito und dann ein Jahr später nur noch 25.000 Credito. Sie wird also enteignet, auf Deutsch gesagt. Ja, und das werden auch die Kritiker sagen, dass es nichts anderes ist als ein kommunistisches Enteignungsprogramm, wenn ich Credito einsetze. Und dagegen wird Sturm gelaufen werden. Ja, dafür ist das Fließen der Gelder ein bisschen wieder anders. Ne? Wie geht das? Weil der Fließen der Geld ist, also sollte man das Geld ausgeben, ne? Und da kommt eine, wenn man das nicht laufen bringt, dann kommt eine Laufgebühr darauf, glaube ich. Ja, aber das bedeutet, das Laufgebühr bedeutet auch, diese Laufgebühr ist aber auch wieder ein Schwundgeldmechanismus. Das Geld wird trotzdem weniger, auch dort. Aber jedenfalls, was angepasst werden muss, das Geld darf nicht diese Fiat-Geld geben. Dass das Geld sich einfach ohne Hintergrund vermehrt. Also wir müssen irgendwie mit dem Produktion, ich meine nicht nur mit materieller Produktion, auch geistige Produktion, müssen wir in Waage kommen.
Also Frau Grimmenstein, ich stimme Ihnen voll zu, dass diese Dinge, die ja sehr in Mode sind, monetative, da gibt es ja alle möglichen Ja, gibt Konzepte, es viele. die sind in Mode. Das in Mode sein bedeutet aber nicht, dass sie gut sein müssen. Deswegen muss es dort, das biete ich jetzt nochmal an, Frau Grimmenstein, dass ich darf Ihnen das sagen, dass Sie dürfen, haben die Berechtigung von uns, dass Sie Talkshows anbieten, wo Vertreter der verschiedenen Konzepte, zum Beispiel der verschiedenen Geldsystemkonzepte, der Gemeinwohlökonomie-Fans, und ich vertrete die GWO, weil da bin ich nun mal auch Fan davon, und dann noch vielleicht drei andere Konzepte, ja, vier andere Konzepte, dass wir da einen Talkshow-Modus finden, wo wir die öffentlich für die Zuhörer sichtbar mit den Argumenten aufeinandertreffen lassen. Wo sagt der eine, das Argument spricht für meinen Ansatz und dieses Argument spricht gegen den Geldansatz und den Zinsansatz und dies und das. Dass wir diese Belebung bräuchte es und dann, dass man sich erstmal nur auf den Anfang der Verfassung konzentriert. Denn wenn die Weichen irgendwann nicht richtig gestellt sind und auch die Wählerinnen nicht über die Weichenstellung konsensieren dürfen oder wählen dürfen, dann hat das Ganze schon einen falschen Schlag, weil sich dann in den hinteren Artikeln der Verfassung plötzlich Sachen tummeln und Leute tummeln, die das da vielleicht. Am Ende ist es so, dass in den ersten fünf Paragraphenartikeln der Kurs nach links geht und in den hinteren Artikeln, die die anderen bearbeiten, der Kurs nach rechts geht. Und dann ist die Verfassung plötzlich, die dann angeboten wird, ist ein völlig zerrissenes Gebilde, weil die einen haben gearbeitet an der Sache und die anderen, ja. Das ist meine Anregung. Dazu lade ich ein und der Herr Wagner ist bestimmt bereit, auch als Moderator immer da mitzuhelfen. Das ist ganz toll, weil wir haben definitiv vor, ja, sagen wir mal, wenn ein bisschen so etwas, ein Gebiet so ein bisschen fertig ist, ne, dass wir dann solche Online-Verfassungsdebatten das haben wir auch unserer sogenannten Mitglieder oder Unterstützer auch verlangt, ne? Was wir machen können, Frau Grimmenstein, ist Ja. doch, dass wir zum Beispiel über die Präambel, über die erst Artikel 1, 2, 3, 4, 5, dass wir da solche Talkrunden machen, wo im Prinzip alle teilnehmen dürfen, auch wenn wir dann wissen, dass es leider keine repräsentative Wählerstichprobe ist, aber wo dann zumindest wir sagen können, lassen die Leute mal Ja. ganz vorläufig darüber abstimmen, ohne, in dem Wissen, dass die Wähler vielleicht ganz anders entscheiden. Aber dann haben wir schon mal diese demokratische Atmosphäre, wo zumindest mal eine vorläufige Entscheidung, was sagen die Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung für welche von, was weiß ich, fünf verschiedenen Präambelvorschlägen neigen sie im Moment? Und dann könnte man feststellen, wenn dann eine Sache, ja, also dann könnte man zumindest mal so, man muss sich nur immer im Klaren sein, dass man den Wählern nicht vorgreifen darf. Ja, müssen Sie praktisch, das haben wir auch vor jetzt, also wenn in diese Phase kommt, dass es etwas fertig ist, handgreiflich fertig ist, dass wir solche Online-Verfassungsdebatten anbieten. Das haben Sie auch gewünscht und das werden wir auch machen. Genau, und Werden wir auch deswegen. machen. Also ich denke doch, dass das, sagen wir mal, ab September, damit dann oder vielleicht schon in August, Ja. wenn also die Sommerzeit vorbei ist, dass wir das dann loslegen. Denn dann kommen wir in das rein, was der Herr Wagner ja vorhin ja auch vorgeschlagen hat, nämlich dass es diese Argumente gibt, der eine argumentiert und begründet, warum er diese Präambel oder Artikel 1 für wichtig und notwendig hilft, um eben Beton einzumeißeln und nicht etwas, woran dann wieder irgendwelche Korruptionsmechanismen was wühlen können, sozusagen. Und so, dass dann die Argumente diskutiert werden und dadurch wirklich ein Prozess entsteht, dass wir also wegkommen von dem, was für mich zu stark ist bis jetzt bei der Gemeinwohllobby, zu viel Bürokratisches und Technisches. Wir müssen ins Argumentieren können, kommen und ins Begründen. Ja, deswegen machen wir auch schon leibliche Verfassungsdebatten. Da sind Genau. wir auch schon Und dabei. unbedingt müssen die Leute, die dieses Geldsystem ja Fans davon sind, von diesem neuen Geldsystem, die müssen was für den Anfang der Verfassung schon sich äußern, denn das ist ein Ja, anderes Wirtschaftssystem. deswegen bin ich auch daran. So Ja. sind wir auch daran, ja. Wir Ja. müssen aber erst einmal was Material anbieten für die Leute, ja. Müssen wir bündeln, die Vorschläge müssen wir anbieten können, also mit nichts können wir nichts machen, ja. Ja.
Ich versuche mich mal da noch mal reinzudenken in das neue Geldmodell, was das nämlich bedeutet. Das neuen Geldmodelle sind ja auch ein Versuch, dass das Geschehen in der Gesellschaft gemeinwohlorientierter werden soll. Ja. Ich muss jetzt also eventuell Pause machen, muss ich noch mal so 10 Minuten Pause machen. Ja. Oh, wenn Sie noch Fortsetzung haben oder müssen wir gerne Schluss machen? Gerne. Also machen wir 10 Minuten Pause bis 17:15. Wir müssen, also wenn ich da kurz als Moderator kurz mal einhaken darf. Also zum einen, ich glaube, wir haben jetzt über diese letzten Punkte intensiv auch nochmal gesprochen, hin und her, und wir sind uns da einig. Es müssten alle Standpunkte mit eingebracht werden dürfen. Nicht, dass irgendwas fehlt. Und also ob das jetzt die Sammlung auf einer Website ist bei Ihnen, wo jeder da was eintragen kann, oder wie ich eben denke, dass so ein Forum wirklich, das kann ja gar nicht überschwemmt werden in dem Sinne, da könnte jeder seine Idee mit reingeben. Und dann muss ja für Talks, also für die genauere Bearbeitung, Ausarbeitung von Vorschlägen, muss ja was rausgepickt werden und kanalisiert werden. Also da gibt's dann vor allem solche Zentralthemen natürlich auch, wie welche Art von Geldsystem. Oder ich würde sagen, auf jeden Fall würde bestimmt dann auch so ein ganz alternatives Wirtschaftssystem mitzudiskutieren sein, wie geldlose Ökonomie oder Schenkökonomie. Also ganz spannende Sachen, die dann da herauskristallisiert werden können. Und das müssen wir gleich dann weiter. Zu diesem Punkt, weil der so wichtig ist, Herr Wagner, nur ganz kurz dieser ganz wichtige Punkt, nämlich zum Beispiel unser Vorschlag geht ja dahin, zum Beispiel, dass der Bundeswahlleiter zum Beispiel die Rededuelle zwischen 3 Personen zum Beispiel oder 2 Personen oder 3 oder maximal 4, sagen wir mal 3 bis 2 Personen, dass er sie nach einem Fairness-Prinzip, nach der Reihenfolge des Eingangs oder der Anmeldung sozusagen zusammenstellt, dann alle verschiedenen Kombinationen gegeneinander antreten lässt und dann wirklich rauskommt, was quasi für die Wähler das überzeugendste Konzept ist. So eine Systematik muss da drin sein, damit es nicht nach Bauchgefühl geht, dass der eine sagt, naja gut, die Leute laden wir erst gar nicht ein, um ihren Verfassungspunkt zu begründen oder die nicht, und sondern dass wir wirklich da so ein System machen, wo da die verschiedenen Sachen gegeneinander argumentieren dürfen. Und also das ist sehr schwierig, ich gebe es zu. Aber wie gehen wir jetzt technisch vor, oder wer hat jetzt keine Zeit mehr? Ich wollte noch sagen, also da sind wir alle einig, glaube ich. Also das habe ich die ganze Zeit heute in dem Gespräch herausgehört, dass der freie Wettbewerb der Ideen, also dass nicht Ideen einfach beiseite geschafft werden dürfen, willkürlich aussortiert, zensiert werden dürfen, sondern dass der freie Wettbewerb der Ideen und Argumente über alles gestellt werden muss. Alles, was dem Gemeinwohl dient, muss in den Wettbewerb rein. Fertig. Ja, ja, genau. Also muss alles frei diskutiert werden können. Maßstab ist immer der Gemeinwohl. Das heißt, alles, was dem Gemeinwohl dient und die praktische Bewahrung unserer seelischen Wohlfühl, unserer Lebensgrundlagen, also alles, was uns fördert, das muss erlaubt sein. Genau. Also keine Ideen dürfen willkürlich ausgefiltert werden. Da sind wir einig. Aber über die weiterführenden Themen, also ich gebe zu bedenken, dass wir jetzt die 3-Stunden-Marke so langsam wieder erreichen. Und ich würde sehr empfehlen, weil auch bei mir lässt die Konzentration nach, und ich kann mir vorstellen, 3 Stunden sind bei keinem mehr so, dass er taufrisch jetzt noch in deswegen dann, Frau Krimmenstein, wäre es für Sie okay, wenn wir jetzt noch in 10 Minuten das Ende finden, so, ja, und dass Sie sich Minuten dann um Ihren Mann kümmern? Okay, jetzt gehe ich weg und 10 Minuten bin ich wieder da, okay? Nee, oder müssen Sie jetzt sofort, oder können wir versuchen, in 5 Minuten jetzt die heutige Sendung generell abzuschließen? Haben Sie die 5 Minuten noch? Naja, da mache ich das schnell. Wenn mein Mann ist schon unruhig, dann müsste schon seine Tabletten. Ah ja, also, dann versuchen wir das doch so. Machen wir doch eine Schlussrunde kurz, ja? Und zwar, Frau Mesti, vielleicht Ihr Schlussbeitrag kurz zu allem. Wie stehen Sie auch, Frau Mesti, wie stehen Sie auch zu dem Vorschlag, dass wir endlich argumentative Talkshows oder Diskussionen, egal ob immer im Forum oder auch argumentative Talkshows, dass wir das jetzt unbedingt auch machen sollten. Wie sehen Sie das alles? Das werden wir auch machen, weil das ist total wichtig. Ja, aber Frau Mesti, mal so Ihre Abschlussstatement zur heutigen Sitzung. Also das würde ich sehr interessant finden, wenn zum Beispiel über ein neues Geld- bzw. Wirtschaftssystem da mal ein paar Experten zusammen in einer Talkshow auftauchen und mich als jemand, der da keine Ahnung davon hat, mal aufklärt.
Das fände ich sehr, sehr gut. Ansonsten möchte ich mich für den heutigen Abend bedanken. War sehr interessant und ich wünsche mir, dass wir doch weiterhin noch Argumente austauschen. Ja, und mein Schlusswort ist in aller Kürze, dass ich also nochmal diese Einladung ausspreche. Wir haben festgestellt, es ist unheimlich kompliziert und schwierig. Das ganze Unterfangen ist unheimlich kompliziert. Von der Frage der repräsentativen Wählerstichproben bis zu allen anderen Problemen, der Willkürfrage, wer entscheidet aus dem Bauch raus, gibt es doch wieder Seilschaften, wird der Bock zum Gärtner gemacht. Also lauter ganz heiße Themen. Und das, was wir tun sollten, ist aus meiner Sicht, ist meine Empfehlung an Sie, Frau Grimmenstein. Die Präambel und die ersten Artikel, deswegen, ich habe mich ganz bewusst nur auf die ersten 5 Artikel konzentriert, weil entweder wir setzen dort die Granitblöcke ein für das Gemeinwohl und legen da wirklich auch entscheidende Sachen fest, allerdings erst nachdem die Wähler unter den verschiedenen Vorschlägen ausgewählt werden haben, was sie festgelegt haben wollen. Also die Wähler müssen das entscheiden. Und wir können in solchen Talkshows eine Vorübung für diese Wählerentscheidung machen, indem die Argumente mal aufeinanderprallen. Zum Beispiel werden Sie dann vielleicht erleben, wenn ich dann sage, zum Beispiel, liebe Geldleute, ihr würdet das Land trainieren aus den und den Gründen da mit diesem System. Das klingt nämlich so schön gemeinwohlorientiert, aber am Ende würde es einen Wirtschaftszusammenbruch auslösen und solche Dinge. Alle Argumente müssen, dass wir endlich in das Argumentieren reinkommen, so wie wir es heute ansatzweise gemacht haben, ja. Und das ist so meine Einladung an Sie, Frau Grimmenstein. Erstens sind wir gerne bei jeder entsprechenden Talkrunde dabei. Und wenn es irgendwie Technik bedarf, dieses Google Meet, mit dem kennen wir uns halt aus. Also wir haben diese. Ich weiß, Sie haben Microsoft Teams. Das ist sogar besser, weil es mehr Leute erlaubt. Ja, wir wollen also, dass sie groß. Das kann man ja dann das benutzen, aber dann machen. Also und nicht, dass so viel im Hinterkämmerchen, still im Kämmerchen irgendwo gemacht wird und es nicht öffentlich diskutiert wird. Das halte ich für sehr schlecht, weil dann am Ende ist es nur so, dass irgendwo in der verfassungsgebenden Versammlung sich irgendwelche Seilschaften bilden, einer Partei auch wieder nur eine Suppe kochen. Nein, das war nicht so gewesen. Auch bei dieser Probephase war es immer nur gewesen, der Hintergruppe hat nur verarbeitet und dann haben wir sofort eine öffentliche Diskussion hingestellt. Aber gerade da sieht man das Problem. Wissen Sie, damals bei der ersten Vorentscheidung, die ja schon gelaufen ist, hat man zum Beispiel in Artikel 2 sich auf die Gemeinwohlökonomie festgelegt als Zwischenergebnis. Zum Beispiel jetzt würde Herr Wagner ja, wahrscheinlich... Alter, haben die Leute, 1400 Leute... Jetzt würde Herr Wagner. Ich muss jetzt Schluss machen, weil mein Mann braucht. Ja. Dann machen Sie noch Ihr Schlusswort, Frau Grimmenstein. Ihr Schlusswort noch für heute? Ja, also mein Schlusswort, dass wir den Wettbewerb der Ideen und die freie Argumentation unverändert unterstützen sollen. Das ist mir total wichtig. Und wichtig ist, dass die Leute frei entscheiden können. Und viele Leute sollen frei entscheiden. Und sollen sie auf gemeinsame Nenner kommen. Und meine Schlussfrage, kommen dann demnächst Einladungen zu solchen argumentativen Dingen, die unterschiedlichen Vorschläge diskutieren zum Thema Präambel, Artikel 1, Artikel 2, ja, Artikel 3, Artikel 4? Kommen also jetzt im Juli nicht, weil ich auf Urlaub bin. Und ich will 4 Wochen Urlaub, definitiv, weil ich das brauche. Aber August, September fangen wir damit an, definitiv, dass es öffentliche Verfassungsdebatten, also Online-Verfassungsdebatten. Online, das wäre super, dass wir da mal ins Argumentieren kommen. Ich wäre sehr, sehr dankbar, wäre der Herr Wagner da. Ich wäre sehr dankbar, wenn der Herr Wagner seine Kontaktdaten mir geben könnte, weil dann würde ich auch praktisch immer was so ungefähr so fertig ist in dieser Auswahl zuschicken. Also Herr Dillon, könnten Sie meine Kontaktdaten, meine E-Mail-Adresse Ich gebe ihm Ihre E-Mail-Adresse, ja? Das ist nämlich total einfach. Lösungsideen mit OE geschrieben @web.de. Passt zu mir. Die ist wirklich einfach. Lösungsideen mit OE @web.de. Also in Mehrzahl. Lösungsideen@web.de. Und wäre ich sehr dankbar, wenn der Herr Wagner sieht, dass er sehr, sehr, sehr gut macht. Und da könnt ihr wirklich dann im Vorfeld bekommen, worüber wir debattieren und dann dieser Talkshow dann leisten.
Gut. Ich danke und schließe Dann mich hoffen an. wir auf möglichst bald mit Microsoft Teams große Gruppen und ein paar jeweils Experten für ihre jeweiligen Vorschläge, die gegeneinander argumentieren, damit die Leute so einen Überblick kriegen, wo sind die schwach und positiven Punkte der verschiedenen Konzepte. Also das wollen wir, diese Verfassungsdebatten anleihen. Wie gesagt, ich denke so im August spätestens September. Also die Leute sollen schon, wir sollen schon ein paar Sachen so ausgearbeitet haben, dass so mehrere Variationen da liegen. Alles klar, dann kümmern Sie sich jetzt um Ihren Mann. Also ganz herzlichen Dank an euch alle und schönen Abend noch. Schönen Abend, danke schön. Tschüss. Tschüss, tschüss, bis demnächst. Tschüss. Tschüss. So.